YouTube, wir sind zurück an dem Ort, wo ihr da draußen alle am liebsten seid, nämlich in den Backrooms. Und mit dabei ist, mit Originalskin, das ist sie, die junge Frau Knu. Hallo! Und ich habe auch ein Originalskin, so sehe ich aus im echten Leben. So siehst du aus, weil ich finde es cool, dass wir so süchtig nach dem Game sind, dass wir es sogar um 12.45 Uhr spielen. Was halt überhaupt nicht von der Zeit passt zu Horror, aber es ist da habe ich eigentlich noch Schule. Ich habe jetzt wegen dir die Schule geschwänzt, ne? Nur damit du Bescheid weißt. Aber der Chat sagt auch allen ganz süß Hallo. Ja, es gibt eine neue Karte. Terror Hotel heißt das Ganze. Und ist das Spiel ein bisschen hübscher geworden? Ich finde, das sieht irgendwie ein bisschen hübscher aus. Ich glaube schon, gell? Mir macht dieses Geräusch auf jeden Fall schon mal Angst. Beim letzten Mal waren wir unten in der Kanalisation. Schlüssel. Und sind ja dann durch diesen langen Gulli-Gang nach oben gegangen. Und da gab es laut Knu eine Motte am Ende. Genau, da haben wir doch hochgeguckt und da wurde doch einer gekillt von irgendwas. Ich weiß nicht, ob es eine Motte war, aber da befinden wir uns jetzt. Da befinden wir uns jetzt. Also es ist die direkte Fortsetzung. Man muss auch die Kanalisation durchspielen, um hier reinzukommen. Ja. Ja, das ist quasi Pflicht. Okay, zwei Wege. Okay. Dann machen wir erstmal rechts. Weiß nicht, hier ist ein Aufzug. Was ist rechts? Nur ein Heizraum. Aber sonst nichts. Auch nichts, wo man irgendwie looten oder einsammeln kann. Nee, nix. Ich hoffe nicht. Na gut, dann Hotel. Badabum. Da sind wir. Oh, wow. Waren wir da nicht schon mal hier in der Eingangslobby? Wir waren mal in der Lobby, genau. Wir waren mal in der Lobby. Aber jetzt sind wir irgendwie richtig im Hotel. Die Backrooms haben gesagt, ey, ihr müsst nochmal zurück. Oder war das ein anderes Spiel? Ich weiß es gar nicht. Es war ein anderes Game, glaube ich. Da mussten wir doch hier im Bild solche Stimmt, Dinge machen. Stimmt, das war Escape the Backrooms. Wir haben halt schon so viele Backroom-Geschichten am Laufen. Ich blick da gar nicht mehr durch. Need something to turn this on. Wahrscheinlich halt ein Feuer. Okay, ich habe hier was über die Monster. Und zwar befindet sich dort eine gigantische, fliegende, widerliche Insektenkreatur. Die wir gesehen haben. Einen toten Kopf auf dem Rücken tragen. Super. Die werden von Licht angezogen. Oh nein. Und du kannst dich aber vor ihnen verstecken. Okay, das heißt Licht aus und verstecken wahrscheinlich. Die sind territorial und aggressiv. Und wenn siehst, sollst du rennen und nicht dich umdrehen. Okay. Ich habe ja auch noch was. Der Aufzug. Psst. Einigen Teammitgliedern ist es gelungen, durch den Aufzug zu entkommen, aber leider haben wir den Schlüssel verloren. Aber es gibt noch einen anderen Schlüsselersatz, aber eines dieser Dinger hat ihn. Oh nein. Der einzige Weg, an die Schlüssel zu kommen, besteht darin, das Ding irgendwie abzulenken. Vielleicht müssen wir ihn mit dem Essen, das sie normalerweise essen, ins Essenszimmer locken. Wir wissen, dass wenn Essen auf dem Teller ist und wir die Tischglocke läuten, das Ding... Wie geht's weiter? Keine Ahnung, blättern? Geht nicht. Ey, ich habe eben gerade das auf Englisch gelesen, weil ich nicht mal realisiert habe, dass man E drücken muss. Oder X. Geil. Hier, Information. Über diese Wesen ist fast nichts bekannt. Sie sind Humanoide, die ein nichtmenschliches Gesicht tragen. Anscheinend beobachten sie das Hotel, während sie durch alle Zimmer und Korridore wandern. Sie wurden gesehen, wie sie eine grüne Flüssigkeit erbrachen, die sehr schädlich ist. Achten Sie darauf, keinen von ihnen zu begegnen, da sie denen, die keine Hotelgäste sind, ziemlich feindlich gesinnt sind. Es wird gemunkelt, dass sie gerne die Kokons der Motten fressen, die in der Gegend leben. Sehr selten hat man sie beim Essen im Hauptspeisesaal gesehen. Verweis, das folgende Foto wurde während der Expedition im verlassenen Hotel aufgenommen. Ja, okay, aber wie komme ich zu dem Foto? Ich will es sehen. Geht nicht. Ja. Ja, irgendwie komisch. Nee. Keine Ahnung, wie man Foto... Oh. Ach, oder das da unten, wo angepinnt ist. Ja, stimmt. Ja, das ist ja, wahrscheinlich das Kleine, ne? Das ist irgendwie so ein kleiner Boogeyman. Irgend so ein Schattendude. Der will ich begrapschen, wenn du nicht hier Check-in gemacht hast. Ah, also so wie wenn man als Frau nachts auf der Straße ist. Ungefähr so ist es. Verdammt, dann sind wir verloren. Hast du es gerade gehört? Hier gibt es Gelee. Gelee? Kann man das mitnehmen? Nee, ne? Wir mussten doch letztens mal in dem anderen Backrooms, ja, das kann man mitnehmen. Echt? Wie hast du es gelootet? Ich habe einfach drauf gedrückt, ein bisschen meinen Kopf bewegt. Steht's bei mir auch. Auf dem anderen Backrooms, da mussten wir doch irgendwie was zu essen kreieren, weißt du es noch? Mit Jelly. Ja, da gab's was mit Jelly. Okay, was ist das hier? Eine Spieluhr, ein Grammophon? Das spielt Lizenzmusik ab. Achtung.
Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Nee, ich kann nichts mehr klicken, um zu interagieren, aber uns fehlt irgendwas. Ach, guck mal, ich habe hier auch Kram dabei. Feuerlöscher habe ich sogar dabei, wenn ich I drücke. Mhm. Haben wir denn noch von uns? Ich habe meinen Anzug. Oh, ich habe sogar die Zange dabei. Wir haben das noch vom anderen Game-Stand. Nice. Auch diesen Geigerzähler haben wir. Ich hoffe, wir haben nicht irgendwas vergessen in einem anderen Level. Nee, das glaube ich nicht. Oh, man kann sich hier drin verstecken. Psst. Oh nein. Please. Man kann sich darin verstecken. Also das heißt, wir werden gejagt, ne? Ich höre schon was. Es wird wahrscheinlich richtig widerlich. Oh. Aber hier sind sehr viele Versteckmöglichkeiten. Ich würde sagen, wir gehen mal... Wow! Oh, what? Okay, ab in den Schrank. Kann ich da auch... Geil. Lauf, geht! Nein! Oh mein Gott. Alter, das ist so ein Insektenvieh. Hast du es gesehen? Licht. Das ist jetzt so ein... Kannst raus, er ist weg. Licht aus. Bist du raus? Wow, was ist das? Kisi! Du hast mich ja voll verarscht. Ja, natürlich. Mann, du Schwein! Bist du satt, Fliegenmann? Mann, Schwein, echt. Ich glaube, er ist satt. Er hat einen Gnu verspeist. Klippen, Leute. Es müsst ihr klippen. Schickt sie rum. Mann, du Schwein. Das ist aber jetzt satt. Scheißt denen da noch ja, so, aber, so hinterher. Aber dadurch, dass du jetzt gestorben bist, ne? Ich lebe noch. Hat der jetzt erstmal keinen Hunger. Achso, du lebst noch. Hat er dich gar nicht getötet? Nein. Hat dich nur ein bisschen angefasst. Ich dachte auch so, ich kann dir vertrauen. Und da dachte ich kurz so, na, das würde er ja nicht tun. Nein, ich bin doch ein netter Typ. Kannst mir vertrauen. Was, denkst du, hat irgendwas mit diesen Bildern auf sich? Guck mal, hier sind so Rahmen. Ich finde das irgendwie weird, ja. Oder es ist Kunst. Der saß, by the way, auf dem Bett einfach und hat da gechillt, bis ich ihm dann irgendwie Zorn entlockt habe. Indem du was getan hast? Seine Mutter habe ich dann beleidigt. Ich habe gesagt, das war die Fliege. Du Insekt, du Sohn eines Insektes. Dann hat er gesagt, alles klar. Jetzt gibt's aufs Maul. Die Dinge gehen auch auf, die Schublädchen, gell? Er rennt da hinten rum. Ja, mach mal alles auf. Beim letzten Mal hatten wir so Zahlen und Buchstaben. Genau. Also in dem anderen. Genau. Wo bist du denn, Kisi? Keine Ahnung, ich habe mich voll verlaufen. Oh nein, ich auch. Ich war eben gerade noch bei dir. Dreh dich um. Ah gut, lass mal zusammenbleiben. Wir machen jedes Mal den gleichen Fehler. Ja, aber dadurch haben wir Effizienz. Wenn man sich aufteilt, weißt du, das ist ja eigentlich das, was man immer machen soll. Man soll sich aufteilen, laut Teenie-Slasher-Film. Jeder rennt in eine Richtung, wahlweise bricht sich jemand den Knöchel. Das ist immer die richtige Methode. Guck mal, hier sind überall solche Rahmen. Oh, mach mal Tür zu, sonst Psst. Kommt er rein. Ich hab meinen VIP-Schrank. Er wird ja nicht hier reinkommen. Hört er einen? Oh, das ist Jelly. Also wir haben so viel Jelly-Angebote hier, ja, dass Jelly ich das Gefühl habe... Jelly essen, dann haben wir unendlich Ausdauer. Ich glaube, dass wir es wirklich brauchen nachher zum Wegrennen. Was hat das zu bedeuten? UFOs, Schafe... Oh, das Schaf ist richtig... Hörst du das? Ja. Was ist das? Was blubbert da? Und zisch? Also blubbern höre ich jetzt nichts. Nein, hier hörst du es echt nicht. Oh, das ist wahrscheinlich im Raum nebenan. Da gehe ich jetzt hin. Kisi. Vielleicht hat er ja erbrochen. Weiß es nicht. Hieß es doch, dass die irgendwie... Oh. Oh, es klingelt irgendwo ein Telefon. Ich habe eine Küche gefunden. Oh, da liegt ein Toter. Ach, Kisi feiert's übel. Ja, klar. Hier ist ein Telefon, hörst du's? Ja, ich hör's. Vielleicht war das die Fritteuse. Hast du's gehört? Oh Gott, Kisi, ja, es gefällt mir gar nicht. Wo ist das Telefon? Irgendwo auf der anderen Seite. Was war das? Ich habe eine Schatulle gefunden. Und eine Notiz. Nice. Die hier ausgestellte Kunst ist in einigen Räumen gleich. Achten Sie einfach auf die Raumnummer. Oh Mann. Oh, das ist doch was damit.
das. Ja, ich habe mir das schon gedacht. Wo war das Schaf nochmal? Keine Ahnung. Hier haben wir Swamp Thing aus dem Sumpf. Dann haben wir, keine Ahnung, irgendwas Brennendes. Eine brennende Frau, eine Scheune mit Unwetter. Boogeyman auf einem Sessel. Der Hase und die Schildkröte. Ein Haus im Moor. Und was zum Geier? Eidechsen-Band. Fotografier das mal ab. Und dann müssen wir quasi die Bilder finden und die Zimmer nochmal. Nee, wir müssen die Zimmer finden und genau. Genau. Cheesy? Wo bist denn du jetzt? Ich hab dich verloren. Ich bin direkt da. Hast du gerade... Oh Gott. Ja, ich suche immer noch das Telefon. Was ist das für ein Geräusch? Guck mal, die Decken, ist hier irgendwas? Ist da was an der Decke? Nee, hier ist eine Notiz, warte. Ich kann sie nicht lesen. Ach, come on. Irgendein Gemälde hier? Hier ist ein Gemälde. Die Schornsteine, wenn sie einen Kamin finden, zögern sie nicht, ihn anzuzünden. Diese Schornsteine sind mit dem Heizsystem des Kessels verbunden. Wenn sie also alle leuchten, können die Maschinen wieder arbeiten. Okay, wir müssen... Oh, wir haben halt kein Feuerzeug. Haben wir nicht? Haben wir nicht. Nee, deswegen in der Lobby war ja auch noch eins. Ein Feuerzeug? Ja. Also nee, da war... Ist ein Lagerschlüssel. Hier kann man Lagerschlüssel noch reinstopfen. Welche Hotelnummer... Haben wir hier irgendwo die Nummer von dem Zimmer? Nee. Das ist ja blöd. Ja, hier wieder Lagerschlüssel. Ach so, da kommt man einfach nur hier raus. Und genau, in der Lobby war noch eins. 10 Leben, ne? Ah, hier oben. Ja. 107. Oh, 107 ist Hase mit Schildkröte. Das kannst du dir mal merken. Okay, ich schreib's mir auf. Such mal in allen Schubladen auf, ob wir da nicht irgendwo Feuerzeuge finden. Das genau, ich guck alles, was wir sehen, nach. Immer auf Robben. Ja. Okay. Okay, Tabletten gibt's hier aber super viele. Ja, ich frag mich, warum. Wow, no. Okay, nein. Das ist dein bester Freund, den überlasse ich dir. Mit dem kannst du schmusen. Ich glaube, der läuft aber nicht mir hinterher, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe ihm gesagt, ey, guck mal, mich willst du nicht. Ich bin alt. Natürlich läuft er mir hinterher, der Sack. Ja, ich sag ja, du bist saftig. Bio. Ja, du isst ja auch viel besser als ich. Heißt, dass ich besser schmeckt. Bestimmt. Ich gehe davon aus. Also wir sollen einfach Licht ausmachen. Dann passiert anscheinend nichts. Wow. Was für das Telefon? Ich habe das Telefon gefunden. Und ich habe das Bild gefunden, die Scheune. Okay, aber welche ist Nummer? Das ein bisschen zu einfach. Ich glaub, welche Nummer? Das ist 105. Scheune. Also Hase und Kaninchen ist... 107. Ich hab's aufgeschrieben. 107 und Scheune ist 105. Und hier ist ein Telefon drin irgendwo. Mhm. Oder auch nicht. Bist du bei mir? Nee. Ich hab Angst, der Typ da ist. Schlüssel für die Schatulle brauchen wir noch. Hier war eben gerade wieder das Telefon. Hier ist ein total zerrammeltes Zimmer. Oh Gott, da hinten pfeift was. Lauf, da hinten, der pfeift uns an, oder? Guck mal, jetzt ganz langsam. Ey, Kumpel, der hat Schlüssel an einem Bund. Die kannst du ihm bestimmt abmopsen. Den müssen, ja, das war, hieß so, wir müssen den ablenken. Aber wie lenken wir den ab? Mit Essen. Hat der gerade gekotzt? Ja. Mit Essen. Ja, aber wo kriegen wir Essen her? Die Essen das müssen doch wir doch irgendwo finden. Und auf, seinen, auf den Teller legen. Was ist, wenn ich mich so ganz langsam an ihn hinschleiche und ihm einfach das zack? Probier's mal, aber ich glaube tatsächlich, dass wir doch in der Mitte war doch so ein Esstisch und da war ein Teller. Und da hieß doch, wir sollen... Oh mein Gott. Ja, lauf. Du bist nicht tot, ich lauf. Ja, ja, pack dich nur einmal. Toll, hier sind keine Schränke. Oh. Genau, so, es war doch in der Anfangslobby ein Riesentisch mit Tellern. Da muss ein Essen drauf, dann geht er da hin und während er isst, können wir eine Schüssel nehmen. So habe ich das verstanden. Ja, klar, aber... Ich glaube, also das Essen müssen wir auch noch finden. Guck mal, wir haben eine Küche und die Kamine heizen ja irgendwie das System auf. Vielleicht muss man erst alle Dinger einschalten. Ah ja, und dann kann man in der Küche was fuden. Und dann kann man in der Küche sagen, ey, wir machen jetzt erstmal so ein schönes kleines Essen. Ja. Kleines romantisches Essen für zwei.
Dann kann der da schön wahrscheinlich, was ja. Easy, wo bist denn du? In ihrem Zimmer. Moment mal. Ist das das? Ah, das ist die 107. Schaf und Pilz? Ah, warte. 102. Moment, nee. Die Bilder müssen doppelt hier sein. 107 ist nur Schildi und Hase. Die Bilder müssen zweimal im Zimmer sich befinden. Und dann zählen sie. Ach so. Weil da stand ja irgendwas drauf, die Bilder sind zweimal da oder sowas. Okay. Ja, hier zum Beispiel ist nämlich jetzt die komische Katze mit der Ananas oder was auch immer das sein soll. Und das glaube ich nicht, dass es stimmt. Und Hase war zweimal, sagst du? Der war zweimal drin, das ist 107. Okay. Der zählt. Ja, wir müssen jetzt einfach Zimmer beleuchten. Also renne umher. Ah, ich habe hier noch was. Irgendwie eine Maus mit einer Gitarre, der ist auch zweimal da. Ja, dann aufschreiben. Also zum Beispiel, ich bin jetzt hier in einem Zimmer mit einem Spukhaus, hier ist ein Zahlenschloss. Oh, ich habe ein Badezimmer gefunden. In dem Badezimmer ist eine Badewanne mit Wasser. Da muss man irgendwie... Was ist das denn jetzt? Was ist los? Keine Ahnung, hier drin ist voll der Trip. Was ist das? Hä, was? Hier war voll der merkwürdige Alien-Sound. Ah, und hier ist wieder das Essen. Okay, und dann müssen wir in die Mitte den Ding machen. Ich hab das Swamp Thing. 114 Sumpfmonster. Was ist das denn? Ich hab ein 8 Kilo Gewicht gefunden. Oh shit, die laufen hier echt überall rum. Schreibt ja auf. Sumpfmonster, ne? Ja, welches Ding war das? Sumpfmonster? 114. So. Oh nein, der rennt jetzt bei mir rum. Okay, hab ich. Auch zweimal. Guck mal, ob ich hier noch irgendwo ein Feuerzeug finde. Das wäre halt echt nicht schlecht. Boah, der steht jetzt genau bei mir im Raum. Also es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, die hier rumlatschen. Und denen müssen wir das Essen geben. Boah, ist einfach nur riesig hier. Hier ist noch eine also Notiz. Jeder hat einen Schlüssel. Jeder muss gefüttert werden. Aber wenn man die erstmal so anfüttert, bleiben die dann auch alle da hängen, oder? Ja, ich glaube auch. Lassen Sie die Musik im Tanzraum noch einmal spielen. Verlassen Sie den Raum und kommen Sie nach einer Weile wieder. Dann ist es Zeit, die drei Klaviertasten mit der richtigen Reihenfolge zu spielen. Steht hier noch bei diesem Musik... Oh, das kann man hier echt... Nee, das brauchen wir auch ein Inventar. Kurbel oder so. Bist du das hier? Dankeschön und auf Wiedersehen. Ich habe hier Säure. Kann ich damit irgendwas machen? Nee, es sind das, was die Monster auf den Boden spucken. Also es ist einfach nur gefährlich für uns. Genau. Ah, da bist du. Das bin ich, ja. Okay, wir müssen weiter Zimmer suchen. Ich habe ein Gewicht gefunden mit 8 Kilogramm. Okay. Na, hier ist die Katze. Nee. Hier ist die Lobby. Feuerzeug. Ich wette, das Feuerzeug kriegen wir nur, wenn wir irgendeine Aufgabe lösen. Ich glaube nicht, dass wir das einfach so hinterhergeworfen kriegen. Das glaube ich auch. Alter, wie der Typ aber auch null Ausdauer hat, ne? Voll nervig. Der ist bei mir schon wieder richtig am Hyperventilieren, wenn ich zwei Schritte gehe. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo der Raum war. Moment, doch, hier bin ich in der Nähe. Das ist die Küche. Hexe ist hier drin. Wir können ja mal eingeben, was wir schon haben. Warte mal. Genau, also wir haben... Wir haben das Sumpfmonster, das war 114. Genau. Dann haben wir Hase Schildkröte. Moment, 1, 4. Dann haben wir Hase Schildkröte. Maus mit Gitarre. Eine Maus mit Gitarre. Wirklich eine Maus oder war das ein mehrere? Eine Nockmulle oder so. Mehrere. Waren es mehrere oder eine? Das waren zwei Bilder. Maus mit Gitarre war zweimal im selben Bild. Ja, aber waren das eine Maus mit Gitarre oder waren das irgendwelche Eidechsen, eine Band quasi? Das war wahrscheinlich eine Eidechsenband, ja. Okay. Und dann haben wir Sumpfmonster. Was war das Eidechsenband?
101. Also 101. 101. So, Sumpfwurzel habe ich und dann haben wir, was war Hase und Schildkröte? Schildkröte 107. 107. So, dann fehlt uns jetzt. Oh, um Gottes Willen, ich habe das Scheißmonster gefunden. Oh, um Gottes Willen. Welches Monster? Das ganz Schlimme. Echt? Es gibt noch ein anderes? Ja, Hilfe. Um Gottes Willen. Bitte komm nicht. Hier bin ich jetzt wieder im Kaminzimmer, da ist gar nichts. Oh Gott. Boah, was sind das für Geräusche? Ja. Sorry. Oh Gott. Okay, uns fehlt jetzt noch. Sumpfmonster hast du 114, Maul, yeah. Eidechsen 101 und Hase und Schildkröte 107. Uns fehlt jetzt noch der Mann in Schwarz auf dem Sessel, Windmühle mit Gewitter und diese komische Frau mit dem Feuerhahn und die Katze mit der Ananas und das Haus im Moor. Okay. Wow, no! Oh, verdammt, ich muss da rein! Okay, dann gehe ich da auch mal schnell rein. Du bist, glaube ich, ganz in meiner Nähe. Uiuiui, der ist ja Cthulhu-mäßig. Vor die Tentakel ja. Im Gesicht. Ja. Ey, das war super knapp. Der hätte mich beinahe gefressen. Katzen also wir brauchen... Okay. Nein! Dir vertraue ich echt nicht mehr, auch nicht im echten Leben. Wenn das vielleicht mal mega wichtig ist. Hey, laufen echt viel rum. Ja, wahrscheinlich 5 Stück oder so. 6. 6? Boah, ja. Was ist das denn für ein Raum mit einem Haufen Säulen? Warst du da drin? So ein Säulenraum? Oh, was ist das? Hier sind Motten. Oh, what? Ich trau mich da nicht rein, Knu. Oh, ich bin hier auch. Warst du da hinten drin? Ja. Geh du mal rein. Ladies first, ne? Ich bin Gentleman, alter Schüler. Was man before? Oh ja, da ist doch dieses Monster. Das habe ich doch auch gesehen. Ja, Licht aus, Knu. Licht aus. Licht aus! Lauf, lauf! Nimm Knu, aber nicht mich. Ich bin zu hübsch. Okay, hat sie erledigt. Genau, das ist es. Da war ich gerade. Ja, wie kommt man daran vorbei? Vielleicht muss einer es ablenken. Du also. Wie nicht? Boah, so viele Bilder müssen wir noch finden. Ja, es sind noch voll viele. Dann machen wir das, weil ich glaube. Ich bin so eine Art Ausstellung für Fossilien und hier gibt's Stehlampen. Kann man damit irgendwas machen? Kann man die ausschalten oder so? Eine sehr gute Frage. Interagieren. What? Ach, dafür ist das Gewicht. Okay. Wow. Wenn man die klaut, geht ein Alarm los. Okay, hier ist nur ein Hund drin, schade. Was ist das denn? Hier ist irgendwie so ein gefrorenes Eichhörnchen und Spiegel und ich wette... Dass wir das auftauen müssen? Ja, mit Lichtspielereien und sowas. Warte mal, ich lese mir das mal durch. Es gibt 8 Spiegel in diesem Raum und eine Figur in der Mitte. Die Figur wird zerbrechen, wenn sie von einem Lichtstrahl getroffen wird. Aber nur, wenn alle 8 Spiegel durch denselben Lichtstrahl verbunden sind. Um einen Lichtstrahl zu projizieren, müssen sie nur einen Edelstein direkt in das Licht legen. Ach Gott, was brauchen wir hier? Knu, warum zwingst du mich immer zu so Sachen? Das hat die Community gesagt. Ich sagte, es kommt ein neues Pack. Du schiebst immer alles auf die Community. Die hat angerufen. Hallo, hier spricht die Community. Bitte. Genau, bitte spielt das. Hast du schon, am Telefon warst du schon, oder? Nee. Ach so. Das klingelt ja wieder. Warte mal, wir haben irgendwelche Fossilien. 8 Kilo. Guck mal, ich kann jetzt das hier rausklauen. Mein Gewicht reinhängen. Jetzt habe ich hier so ein Trilobyte. Mhm. In diesem Museum sind 3 Fossilien ausgestellt. Es handelt sich jedoch um Nachbildung aus Sand. Es wird gesagt, dass in einem dieser Objekte etwas verborgen ist. Aber es wird nur enthüllt, wenn das Objekt unter Wasser gebracht wird. Oh, ich hatte doch so eine Badewanne. Aber ich weiß nicht mehr, wo die ist. I have no idea, wo die war. Oh mein Gott, mit dem Ding bin ich aber super langsam und kann nicht sprinten. Der verliert sofort. Oh nein. Musst du dafür den Jelly vielleicht essen? Warum nicht?
Hast du gerade die Tür geöffnet? Oh Gott, er nee. Ist direkt vor mir, der Typ. Oh, jetzt rennt er mir hinterher. Jetzt kann ich flitzen. Verdammt. Ich muss die Badewanne finden. Such gerade nochmal alle Räume ab. Ich muss dieser Raum mit der Badewanne, wo war der denn? Hier ist wieder so ein Kaminzimmerraum mit ganz vielen Sesseln. Also eigentlich können ja die Bilder eh nur in Räumen sein, wo Zahlen drüber sind. Oh Gott, was ist denn das? Ist der das? Oder ja, wir haben halt einen ganzen Zweig noch, den wir noch nicht haben. Hier so einen ganzen Hotelzweig, glaube ich. Weil irgendwie bewegen wir uns immer im selben, in derselben Region. Hast du gerade eine Tür geöffnet? Das war ich, ja. Wow, das ist eine riesige Motte. Da klebt einfach so eine riesige asoziale Motte. Oh no! Gnu! Ah! Übernimm du! Verdammt. Und ich gebe ab an Gnu. Nein, du bringst mir die ganze Zeit den Tripper vorbei. Oh, jetzt kotzen die erstmal wieder hin. Ja, diese Riesenmotte, bewegt die sich? Ja, die bewegt sich. Die flattert so von Raum zu Raum und macht ihren Kram. Hier ist einmal der G-Man drin. Ich geh jetzt mal hier lang. Oh, ich muss auch mal eine essen. Oh, so, der Herzschlag Probleme. Ist zu groß. Okay, haben wir hier bitte zwei Bilder? Auch nicht, verdammt. Oh Gott, nein! Ich glaube... Oh, verflucht. Den Struggle... werden wir noch oft haben. Außer wir füttern die. Ja, aber mit was? Mit Jelly? Und mit Gnufleisch. Ne, mit Jelly ja nicht, weil die haben ja das nicht angerührt. Die haben das ja nicht ansatzweise angerührt, den Kram. Ja. Ich habe das Gefühl, wir waren einfach schon überall. Ich traue mich gar nicht raus, weil ich ihn da draußen immer noch schlabbern höre. Aber leider muss ich irgendwann raus. Okay, ich glaube, er ist weg. Ich höre immer noch. Am Zahnschloss. Hier ist die Badewanne. Ich bin bei der Badewanne. Wo ist die Badewanne? Wie komme ich da hin? Soll ich mal pfeifen? Wie pfeife ich nochmal? G, glaube ich. Hast du mich gehört? Nö. Aber ich bin auch noch in einem Zimmer. Moment, ich sammle erstmal hier ein bisschen Kram ein. Ich höre das Telefon Inside. Wieder. Ja, irgendwie müssen wir da auch ran. Ist so, es in der Nähe von dem, Ah, oh Gott, na, was? Ist er tot? Nee, aber er hat mich fies gebissen, die Sau. Oh, 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 oh. Boah, das ist so ein Terror. Okay, jetzt gehe ich wieder raus. Dieses Telefon, Mann. Endlich, es ist weg. Eigentlich, wenn du zum... Ich gehe zum Speisesaal, ja? Genau, perfekt, weil von da stehe ich direkt. Ah, ich höre die Motte, ich höre so viel, ich habe Angst. Ich habe keine Ausdauer, weil ich einen Kinoklotz mit mir rumschleppe. Hinter mir ist eine Motte, ich werde befruchtet. Jetzt bin ich tot. Ja, die Motte ist Instant Kill. Und jetzt liegt hier der Stein. Okay, oh, also wenn du Herzschlag nämlich... finden. Na, sag mal, wenn du es gefunden hast, dann komm zum Speisesaal, weil da kann ich dich direkt zur Badewanne führen. Warte. Herzschlag. Herzschlag. Ich hab meine Tür. Sehr gut. Meins. Ich bin wieder aufgestanden. Ich bin wieder da. Jetzt habe ich mein erstes Leben schon verloren. Oh Gott, ich verliere ja sofort all meine Ausdauer, wenn ich nur ein ganz kleines bisschen sprinte. Ja, das ist nervig. So, ich bin jetzt beim Speisesaal. Und dann? Okay, warte, ich komme. Ich höre schon wieder die Motte. Oh hier, no. Hier. Wo ist der bist du? Hier. Aber ich bin super langsam, weil ich Klumpen Kacke mit mir rumschleppe. Ah, okay. Verstehe. Kenne ich. Ja, ich weiß. Hier, bitte. Einmal rein. Boah, Kisi, bricht ja nichts. Das ist richtig schwer, das Ding. 8 Kilo halt, ne? Hast du schon mal jemanden 8 Kilo tragen sehen? Ich nicht. Ich auch nicht. So, und jetzt muss das da rein.
Ist es benutzen. So? Ja. Oh, schön. Jetzt blubbert das da, aber ich weiß nicht, wie lange das dauert. Kannst, glaube ich, aber ich würde da jetzt nicht reinfassen. Nein, natürlich fasse ich da nicht rein. Ich glaube, es dauert auch seine Zeit. Glaubst du? Schon irgendwie. 8 Kilo halt, ne? Bis das... Jetzt. Oh, jetzt. Und, was war drin? Ich will nicht reinfassen. Gar nichts, oder was? Nichts, Kies, das war das Falsche. Ich will nicht reinfassen. Ich glaube, da kannst nur du reinlangen. Du hast kleinere Finger. Nee, da steht Inventar öffne. Wir brauchen jetzt die Zange. Haben wir vielleicht was? Eine Zange? Ich glaube, da ist einfach nichts drin. Doch, doch. Man braucht aber irgendwas, um es rauszuholen. Guck mal, hier drüben ist ein Zahlenschloss. Kannst ja einmal versuchen. Das ist ja so ein Glück. Musst ja einfach nur 2-3 Mal versuchen. Dann hast du ja eigentlich im Regelfall offen. Mit deinen komischen ganzen Cheat-Fähigkeiten, ne? Cheate dich da mal durch. Okay, aber wir brauchen was, um das jetzt rauszuholen. Und? Passiert nichts. Das Glück hat mich verlassen, Kisi. Guck mal, es gibt ja auch 3 Sachen. Ja, wir müssen also gucken, dass wir irgendeine Area haben wir nicht. Und da gibt es diese Gewichte. Und in einem von 3, die sind aus Sand oder sowas, sagt er. Und da kann dann irgendwas Tolles drin sein. Ach so, da war jetzt einfach nichts drin. Da war jetzt wahrscheinlich einfach nichts drin, ja. Okay. Boah, da hinten ist wieder so ein Kumpel von dir. Nichts gegen meinen Cousin. Bruderschleck. Bruderschleck. Genau, hier müssen wir dann surfen. Clanstrukturen gibt's ja auch bei Knu, ne? Das ist ja alles Mafia bei dir. Genau. Placements kriegen nur die, die auch mit Knu richtig dicke sind. Genau. Und dann krieg ich nämlich 0%. So läuft es. Oh, ich glaube, wir müssen, wie gesagt, wir müssen mal in eine ganz andere... Da ist auch einer von denen, shit. Okay, jetzt bin ich wieder dem... Genau. Oh Gott, die Motte! Nein, warum immer ich? Die Motte. Alter. Ey, wenn die kommt, kackst du dich ein. Die ist richtig creepy. Ich finde die richtig schrecklich, die macht auch ganz schreckliche Geräusche. Die macht richtig schreckliche Geräusche. Oh, da drüben ist jetzt... Ey, ich glaube, es kommen immer mehr Motten, je weiter wir uns hier in diesem Hotel bewegen. Oh nein, schon wieder eine. Ja, es sind 2 Motten, glaube ich, jetzt. Schau. Und dazu wieder dieses komische... Dieser Backroom-Geiger, der irgendwo hier... Ja. Ah, hier ist wieder so ein... Ekel. Oh, was? Warum? Ach, warum? Er hatte doch einen Bruder. Gib mir doch einen Schrank. Oh, ich sag, oh nein, wie gemein. Ist ein Flügel, den wir finden müssen. My life be like, Schrank. Oh, wir sind dead. Oh Gott, ich habe keinen Schrank gefunden. Oh, da ist einer. Oh Gott, ich kann aber nur hinkriegen. Ja, nein, hat er mich, verdammt. Bad. Oh je, jetzt muss ich hier... Das kann jetzt unangenehm werden. Ist die Tür meistens in der Nähe? Nee, die kann auch richtig weit weg sein. Die kann völlig woanders sein. Herzschlag halt, musst du hören. Ist der bei mir im Zimmer oder ist der jetzt mittlerweile weg? Oh, ich höre. Oh, der zeigt dann ja wohin. Hä, seit wann zeigt denn der einen, wohin man muss? Echt jetzt? Nein, du hörst aber nur diesen Herzschlag. Nö, da kam jetzt gerade so ein Leuchten, das hat mir gezeigt. In welche Richtung ist der immer noch bei mir im Zimmer? Also mir wurde gezeigt, in welche Richtung ich muss. Krass. Noob-Modus aktiviert, ne? Ja. Ja, genau. Direkt wieder hinter mir, der Sack. Eine komische Katze. Oh nein, ich höre schon wieder so eine Motte. Ich habe aber auch nie Ruhe, ne? Bitte dieses Telefon. Vielleicht ist das Telefon auch nur ein Joke, so dass man halt das Gefühl hat, in diesem Hotel ist Leben. Oh. Wohin denn? Überall sind diese Dudes jetzt, ne? Überall. Ja. Zimmer 110, da ist einer drin. Ach, Kack! Oh, er hat mir ins Gesicht gebissen. Scheiße. Wir
Wir müssen Zimmer finden. Oh, da ist die Lady. Vielleicht ist noch eine zweite Lady drin. Da ist dieser dumme Säulenraum. Nee, ist nur eine Dame drin. Und so wie ich die Notiz verstanden habe, müssen die halt wirklich doppelt sein, die Bilder. Ja, genau. Das glaube ich auch. Hier ist irgendwas. Ah, nee, doch nicht. Gibt es hier nicht irgendwo noch so eine Art 112? Was ist das hier? Nee, das ist Kreuzzüge. Oh. Warst du schon in einem Bild, wo ganz viele Bilder drin sind? Was? In einem Bild, wo ganz viele Bilder drin sind? Interagieren. Oh ja, ich glaube, ich bin in einem neuen Raum. Das ist da, wo der Säulenraum ist. Und da in der Mitte sind Schlüssel. Ach, das ist das Eichhörnchen mit Eis, was du gesagt hast. Ja, das habe ich schon gehabt. Oh Gott, Hilfe. Da das ist die Motte, genau. Ich wette, der Diamant, der ist irgendwo. Oh fuck, die Motte, so die kommt mir hinterher! Oh mein Gott. Nein. In so einem. Oh shit, die Klumpen scheiß Motte. Aber dafür brauchen wir die Gewichte. Leid. Scheiße. Die Gewichte. Bist du tot? Ja, die Motte hat mich getötet. Die dreckige Sau. Oder wir machen halt auf Gangster. Wir machen es ohne Gewichte. Dass wir die Dinger einfach rausroppen und dann dahin rennen. Aber da können wir dann auch nicht nach hinten, weil da ja die Kackmotte ist. Aber die Motte wandert. Ach so. Ey, ich komme hier nicht dazu, mich richtig umzusehen, weil hier so viele von diesen Spinnern rumrennen. Ja. Oh, man kann ja nicht springen. Oh, ich bin voll in die Säure getreten. Aber ich wollte da hinten hin in das Zimmer. Ach, das ist das Sumpfmonsterzimmer. Mist. Das Sumpfmonsterzimmer. Konnte man nicht mal mehr als 3 Mandelwasser mit sich rumschleppen? Ich glaube. Ja, stimmt, es gehen nur 3. Die Schmerztabletten sind, glaube ich, 5. Okay, ich bin an der Säure vorbeigekommen. Also bei den Säulen ist ja dieses Eichhörnchen. Ich glaube, wir brauchen halt wirklich einfach dieses dumme Feuerzeug. Nein, nein, nein. Du brauchst Diamanten. Haben die gemeint. Okay. Oh, ey, alle humpeln sie hier bei mir rum. Moment, aber nur der eine hat einen Schlüssel. Genau, wir müssen eigentlich, deswegen mussten wir eigentlich so viel. Vielleicht kann man sich doch an den ranschleichen, der humpelt auch. Die anderen laufen normal, aber der ist am Humpeln. Ich glaube, man kann sich an den ranschleichen. Ich werde mich jetzt an den ranschleichen und werde dem voll in seinen. Ah, scheiße! Ich wollte zu dem scheiß Telefon. Du weißt, du hast nicht unendlich viele Leben, ne? Das ist ja so hoffentlich Oh mein Gott, die Motte und der Rüsselmann. Oh, die Motte will mich. Oh, zum Glück war da ein Schrank. Was steht da? Ihr müsst mit den Spiegeln das Reflektieren des Schmilzes des Eis. Ja, aber wir brauchen dafür einen Diamanten. Ah, okay. Und ich wette, der Diamant ist in diesem. Du kannst ja mal einen aus dem Museum rausnehmen, aber dann geht ein Alarm los. Ich sag dir, wir müssen von dem Rüssel guten Schlüssel klauen. Ich wette, an den kann man sich irgendwie ranschleichen oder so. Weil der humpelt auch. Der ist ja langsamer als die anderen. Soll ich mal probieren? Wo ist denn der? Der ist jetzt gerade bei mir. Ich versuche, wenn er jetzt am Schrank vorbeigeht, gehe ich aus dem Schrank raus, geht geduckt hin, lange an seinen Schlüssel und gehe wieder weg. Okay. Aber der geht leider sehr, sehr langsam, weil er hat ja so ein träges Bein. Oh Mann, man freut sich immer, irgendwo Neues hinzukommen und dann denkt man sich, war ich ja schon. Als ob! Ging nicht. Nö, hat sich sofort instant umgedreht und ich kann da auch nicht E drücken oder sonst irgendwas. Ja, da muss man dann tatsächlich das mit dem Essen schaffen. Wie willst du das hinkriegen? Und dann musst du alle anlocken oder... Ja, alle. Also es hieß ja, so viel es geht. Oh. Ey, ich bin davon überzeugt, dass man da irgendwie... Ich weiß nicht, ich denke, man kann dir doch irgendwie bestimmt
beklauen. Jetzt ist bei mir halt da voll die Armee. Hier warst du auch schon bei den Fossilen. Okay. Ja, ich war bei den Fossilen. Not that easy. Und hier ist auch wieder dieses Bild. Da müsste jetzt ja eigentlich die dumme Motte weg sein, oder? Weißt du, wie ich denke, wir sollten uns erstmal auf das konzentrieren, was wir wissen. Und zwar die Bilder finden. Ja, das versuche ich ja gerade. Oh no! Säure und ich bin direkt in den reingerannt. Das ist eine aber gute Kombi. Problem mit den Bildern, ich suche halt und ich finde keine neuen Räume. Ja, aber dann muss irgendwo eine Area sein, wo wir noch nicht waren. Bin mir da gar nicht mal so sicher. Irgendwas mit zwei. Da kann man vielleicht irgendwo hoch. So, was ist das hier? Jetzt bin ich wieder in diesem Raum mit der Katze. Wirklich so eine never-ending Story hier. Sieht auch einfach alles gleich aus. So, der Hund. Da hinten bist du ja. Ey, kann man da vielleicht irgendwie die Etage wechseln? Aufzug, geht der vielleicht? Ich glaube, das ist auch eine Feuerschale. Hier ist die Leiche. Hier sind Vorsicht, Vasen. Hier latschen die übrigens auch rum. Krass. Hier war der Aufzug. Infos. Nee. Es kommt mir so vor, als müssten wir. Also, ich habe das Gefühl, weil ich auch keine Gewichte und sowas finde, dass wir irgendwo entweder. Oh, guck mal, hier geht's runter oder kamen wir daher, kamen wir her, ne? Dass wir irgendwo entweder nie abgebogen sind. Ne? Ja. Glaube ich auch. Hier ist auch Feuer. Also, irgendwo übersehen wir irgendwas. Da sagt gerade jemand, war in einem Zimmer auf dem Tisch ein Gewicht. Ja, bei dir. Aber nicht bei mir. Verdammt. Weißt du was, ich feg mir jetzt nochmal Gelee rein und flitze da jetzt einfach durch. Ja, warte, ich komm mit. Was ist das schon wieder für ein Geräusch? Okay, wir gehen hier lang. Typische Backrooms-Geräusch. So, da hinten hat einer gekotzt. Da steht er auch, lang. Ja. Hier ist nix. Hier ist auch nix. Hier ist auch nix. Hier ist auch nix. Das ist die Kackmotte. Da ist jetzt. Oh ja. Ja, aber guck mal, hier ist 110. Hatten wir nicht 110 auch mal? Nee, das ist. Das ist ein Raum, da war ich schon definitiv drin. Oh. Was? Der hat mich getroffen? Ich bin auch weggerannt. Was? Oh, ich bin tot. Geil. Nee, ich lebe noch. Steckt in der Tür drin. Sehr gut. Mach doch die Tür auf und zu. Oh nein, wenn es jetzt ein Bug ist, bin ich am Ende. Oh, er geht. Ja, die Gewichte können wir mit den Fossilien austauschen. Wo war denn das nochmal? Um Gottes Willen, daran könnt ihr euch bestimmt nicht mehr erinnern. Ja, bei den Gewichten könnte halt ein Diamant, wie gesagt, drin sein. Und mit dem Diamant können wir das Spiegelrätsel-Ding lösen. Aber dafür müssten wir erstmal. Ich meine, uns fehlen ja auch noch voll viele. Bringt ja dieser Radar hier was? Oder wir haben das wirklich falsch verstanden und es kann auch Zimmernummern gehen, wo es nicht doppelt ist. Die Leute sagen, das Gewicht war vom Eingang aus zum Speisesaal links in einem Zimmer. Sieht ähnlich aus wie ein Bild. Ich weiß, wie das Gewicht aussieht, wenn ich es sehen würde. Guck mal, hier ist nochmal ein langer Gang. Ja, aber hier sind gar keine Zimmer, oder was? Super, jetzt steht er natürlich genau an der Tür. Ich bin jetzt nochmal im Zigarrenraum hier. Nix. Nee, hier sind gar keine. Oder kann man das Gewicht austauschen, um deine Fossilie zu nehmen, gell? Ja, ja, du nimmst es. Genau. Ich hab's ja schon mit einem gemacht. Genau, weil dann gucke ich jetzt, ob ich das andere noch hinbekomme. Oh Gott, Dreck. Warum? Warum ist hier kein Schrank? Ich habe eine Motte im Nacken. Oh je, Alter. Und ich auch. Fuck.
Hier sind keine Schränke. Oh nein, das ist die Motte, um Gottes Willen! Ich bin in der Küche! Nein! When you tried your best, but ich komme hier nirgendwo raus! Oh Mann, das gibt's nicht! Ah, ich bin tot. Boah, wenn ich in diesem Todmodus drin bin, bist du noch am Leben? Ja. Dann ist bei mir die Maus super empfindlich. Aber warte mal, vielleicht kann ich mich jetzt hier im... Oh nein, du siehst die Bilder nicht. Ey, frech. Die 108 ist ja, hier zum Beispiel. Ja, stimmt, das ist frech. Ich glaube, ich bin gerade im Raum, wo wir noch nicht waren. Das ist schon mal gut. Ja, hier waren wir wirklich noch nicht. Hier ist auch wieder ein Kamin. Ich höre das Wummern. Ist das das Gewicht oder wie, Leute, hier? Nee, oder? Das ist halt so ein typisches Gewicht. Acht von zehn. Okay. Nee, hier ist die Hexe. Das ist wieder was völlig anderes. Oh, da hinten klebt wieder eine Riesenmutantenmotte. Ach, komm mal mit, ich glaube, ich bin in einem neuen Bereich. Warte mal, meine Taschenlampe geht nicht mehr. Oh nein, ich habe meinen Kram nicht gelootet. Oh nein. Wie komme ich aus dem Chat? So. Lauf, lauf. Ich vergesse meinen Kram zu looten. Ich glaube, das war's. Oh nein! Wie, was da hinten ist es? Oh, oder? Nervig. Oh, nerv. Och, jetzt will die Motte auch noch mich, oder was? Und hier bin ich wieder in dieser Region, wo es keine Schränke gibt. Es gibt keine Schränke hier, warum? Ich bin... als ob. Ich bin tot. Ich bin tot, weil nix Schrank. Oh. Immer genau da, wo keine Schränke sind, will mich die Motte. This is actually sad. Ja, man hat jetzt wirklich so einen kleinen Glow, der dir so ein bisschen sagt, hier lang geht's. Ja, genau. Ah ja, hier. Ah, das ist aber nett. Zimmer 110 waren wir schon. Da ist meine Tür. Da liegst auch du. Ja. Hast du was Neues gefunden? Nee, ich bin noch tot. Aber ich habe eine Statue gefunden. Wie eine Statue? Da war ich noch nicht tatsächlich, aber ich glaube, ich werde mir den Weg auch nicht merken können. Das ist jetzt nicht so gut. Aber es ist in der Gegend, wo wir gestorben sind. Ich bin bei der 110. Oh, ich war so nah an einem Schrank. Da hinten ist halt das Problem mit diesen nackten Gängen. Ist halt kein Schrank. Hm. Ach guck mal, jetzt bin ich da in dem Raum, wo ich noch nicht drin war. Das war da, wo du diese Eidechsenband gefunden hast. 101. Hier ist das Alien-Schaf. Mann, jetzt zeig mir endlich, wo meine Kacktür ist. Okay, komplett hier lang. Und dann? Der Boogeyman, aber nur einer. Mist, nur einer. Uff. Das ist hier 104. Ach, immer hier draußen eigentlich. Die tanzende Lady, hier ist nichts. 105, das ist das verwüstete Zimmer. Da ist die Scheune, aber... Sonst ist da auch nichts. 106. Der sterbende Hund. 107. Die Schildkröte und der Hase, das hatten wir auch. Mhm. So, wo geht's hier weiter? Ich glaube, ich habe den Bereich gefunden, wo wir noch nicht waren. Ah, oh, nee, nice. Mein Lagerschlüssel. Nee, da waren wir auch schon. Code. Ah, hier ist die Statue. Die bringt nichts, oder? Der 106 war ein Gewicht. Ah, hier braucht eine Statue noch ein Gesicht. Oh, ja, hier ist ein Gewicht. Stimmt, ich habe ein Gewicht auf dem Tisch. Nice. Und hier ist eine Statue, die braucht ein Gesicht. Ja. Und du weißt, wo die dann zu finden ist, wenn wir sie brauchen? Ja, ich denke schon. Ich habe das Gewicht. Oh, diese Motte, echt. Zweiter G-Man sein. Oh Gott.
Vorsicht, da wo du jetzt gleich hin musst, ist auch die Motte. Du willst ja wahrscheinlich die Fossilie austauschen. Oh mein Gott, da ist sie. Ja, ich hab sie gesehen. Bin auch gleich dort. Aber dann fehlt uns irgendwie so ein Flügel, weißt du? Irgendwo muss da so ein Abzweig sein. Den wir aus irgendeinem Grund nie... Oder wir brauchen halt erst den Schlüssel, um dann eine Tür zu öffnen, wo wir in weitere kommen, um erst das Bilderrätsel lösen zu können. Hm. Da ist die 110, da war die brennende Frau. So, jetzt bin ich hier. Hier sind halt keine Zimmernummern mehr. In dem Bereich, wo ich jetzt bin. Oh, leck. 112. Das sind die Ritter. Ja, ich glaube tatsächlich für die Bilder brauchen wir einen Schlüssel. Meinst du? Ich glaube ja. 113. Das ist der Raum, wo... Oder wir haben das falsch verstanden mit dem Doppelt. Bitte nicht. Weil ich habe noch 105 Scheune und dann habe ich noch 102 Schaf und Pilz. Oder sind nicht die, wo doppelt sind? Keine Ahnung. Eine Hexe? Nee, die, wo nicht doppelt sind, ergibt auch keinen Sinn. Aber da stand irgendwas mit, in manchen Räumen hängt der Scheiß zweimal. Ich schreibe jetzt alles auf. 108 ist Hexe. Einmal. 113 ist Sumpfhaus. Einmal. Ja. So. Weil weiter geht's auch hier gar nicht. Nee, deswegen. Also ich glaube, die Bilder... sind schon essentiell. So, ich versuche mich jetzt mal in diesen Fossilienraum vorzuarbeiten. 112 ist nichts. Da ist so ein Kreuzritter, aber das haben wir nicht. Das brauchen wir nicht. Aber hier ist 111. Da, also 111 ist die Katze mit Ananas. Das ist die 111. Okay, schreibe ich auf. Aber auch nur einmal. Und dann haben wir noch 110. 110 ist die brennende Frau. Sind drei dunkle Gestalten. Und die 110 ist die brennende Frau, also diese rote Haare. 110 ist brennende Frau. Genau. Einmal halt. Als jetzt einmal Dinge. Okay. Was sollen wir es denn mal probieren? Können wir. Wir haben ja nichts zu verlieren. Wo ist denn der Bildraum nochmal? Ich weiß nicht. Ich suche gerade den... Ich bin jetzt gerade bei dem Grammophon. Oh Mann, die sind halt echt... Oh Mann. Wo war denn nochmal das Museum? Das ist aber auch wieder so konzipiert, dass du da verwirrt bist, ne? Scheiße. Ich sag's dir gleich, ich muss gerade surviven. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Das Museum ist da, wenn du bei dem Esstisch bist, reinkommst von der Lobby in den Raum und dann auf der gegenüberliegenden Seite links, da ist es irgendwo. In dem Flügelbereich. Aber da bin ich doch wieder bei dem... Moment, nee, da ist die Badewanne. Genau, und da bin ich auch da hingekommen. Oder über die Säulen kommst du auch hin. Ich weiß nicht, ich finde die Säulen nicht. Warte, ich gehe jetzt nochmal in den Essensraum. Hier ist... Dann gehe ich jetzt mal hier lang. Ich würde jetzt gerne in den dummen Dingraum gehen. In den blöden Bildraum. War denn der nochmal? Backroom Games. Gibt nichts Schöneres für mich. Da habe ich auch richtig Freude, da fühle ich mich auch richtig lebendig. Ich wünschte, ich könnte in die Backrooms einziehen. Ich hätte gerne nochmal die dummen Bilder, weil dann würde ich das so lange mal probieren. Bin jetzt wieder bei der 101. Aber 114 ist bei uns aber Sumpfmonster, nicht Schildkröte. Ja, 114, das ist richtig. Ist bei uns Sumpfmonster. Ja, das stimmt. Genau. Hase und Schildkröte ist 107. Ja. In dem Raum bin ich auch gerade, by the way. Vielleicht muss ich da hin, wo die Motte gerade hängt.
wäre nicht so geil. Das würde ich jetzt gar nicht gut finden, wenn ich dahin muss. Nee. Hast du gerade was getrunken? Das... Oh, da ist die Motte. Sie ist... ja, hast du es gehört? Ja, ich sehe auch den Raum jetzt. Ich bin jetzt bei dem 109. Da war ich auch noch nie drin. Oder vielleicht doch. Ja, die schließen halt auch manchmal die Türen. Ja, doch, da war ich drin. Da ist irgendeine Katze. So, ich habe irgendein Gewicht gefunden. Ich glaube, ein 100... Ich glaube, ich habe ein 6 Kilo Gewicht gefunden. Ich schau mal kurz. Ja. Bin auch da. Nice. So. Jetzt habe ich den nächsten Klumpen. So. Jetzt muss ich den wieder in die Badewanne springen. Und in welche Richtung ist der? Wieder vom Essenssaal aus. Oh no! Oh nein, es hat an mich. Oh shit. Ah. Aber ich bin wichtiger, weil ich habe einen Klumpen in der Hand. Shit. Wo war die Badewanne? Irgendwie in der Nähe vom... vom Speisesaal. So, ich bin jetzt beim Speisesaal. Na. Ah. Ah, der hat mich. Nein, da ist alles... Och nee, und hier ist alles voll mit dem. Ich glaub, oh, dreimal ins Gesicht gebissen. Ich bin bei der Badewanne. Ich war in einem Raum voll mit diesen komischen Schlongmännern. Scheiße. Aber du kommst relativ leicht zur Badewanne, wenn du in dem Speiseraum bist. Ja, das stimmt. Was zum... Ist das eine Fliege? Ich höre irgendwie so eine Fliege, die... Geräusche macht. Wo ist jetzt meine Zaubertür? What? Das sehe ich jetzt erst. Wenn du tot bist, hängen die Lampen an der Decke. Echt? Mhm. Hier ist auch noch ein Gemälde. Das sind diese Ritter. Oder dieser Krieg. Ja, aber der ist, glaube ich, unnötig. Glaubst du? Mhm. Okay. 6 von 10 Leben. Jetzt wird's knackig. Okay. Ich hätte trotzdem gerne den dummen Bilderraum nochmal. Boah, da ist einer vorbeigeschlichen. Alter, wie die hier am Steppen sind. Da ist nur Türen. Ja, ist voll anstrengend. Oh fuck, da kommen ganz viele. Warte mal, ich... I'm out. Moment, ist... Ich bin jetzt bei diesem... bei dieser, Küche. Und da war doch auch die Badewanne in der Nähe, oder? Ja, also von dort ist ein Speisesaal und dann gehst du in der Tür, also an die Wand gegenüber von der Lobby links in den Tunnel und da findest du die ganz schnell. Da gehst du, glaube ich, nur einmal links und bist da. Warte, ich hau mir Marmelade rein. Marmelade. Na, was? Als... Ey, ab und zu sind die plötzlich an dir dran, ne? Ja. Du siehst sie noch so und denkst dir so, oh, da vorne kommt einer, ich muss vorsichtig sein. Auf einmal hängt er deinem Gesicht und saugt dich ab. Ja, fühle. Voll ätzend. Ob der rennt dir gerade hinterher, kann das sein? Nee, ich bin im Schrank. Aber ich finde den Weg nicht. Ich bin jetzt bei dieser Küche. Weißt du, was ich meine? Oh, shit. Ah, ja. Aber ich bin ja auch so langsam, weil ich den 6 Kilo Klumpen damit nur rumschleppe. Aber bei der Küche, das war doch ganz in der Nähe des Badewannenzimmers. Ja, ja, ja. Aber die laufen mir gerade alle rum, super nervig. Was war das denn? Ich habe eben so ein Frauenlachen gehört. Ich auch. Pretty disgusting. Och nee, da, ja. Das sind wirklich alle gerade hier. Ich komme nicht durch. 113 ist das Badezimmer. Okay, das ist gut zu wissen. Ich komme nicht durch. Ja, genau. Ich bin jetzt auch bei 113. Ja, aber ich werde bedrängt von Menschen, die ihre Geschlechtsorgane um die Lippe herumtragen. Die lassen mich einfach nicht in Ruhe. Und Autogramme. Deswegen gehe ich nicht auf die Gamescom. Weißt du, es würde ausatmen. Genau das Gleiche. Ist genau das Gleiche. Ja, Gamescom. Das hier ist wirklich... Ich bin in dem Raum,
wo die Bilder hängen. Oh. Soll ich mal versuchen? Mama, da, ich lese mir nochmal die Notiz durch. Die hier ausgestellte Kunst ist in einigen Räumen gleich. Achten Sie einfach auf die Nummer. Ja, aber guck mal, in einigen Räumen. Ja, das ist. Soll ich mal eingeben? Was war die Katze mit Ananas? Also, Katze mit Ananas 11. 111. Moment. Ach komm. So. So. Dann haben wir die. So. Ja. Was sagst du an? Frau mit brennenden Haaren oder was auch immer das da sein soll. 110. Okay. Dann die. Der G-Man, der Schattenmann. Haben wir da irgendwas? Ich habe drei dunkle Gestalten. Nee, es ist so ein Mann, der auf dem Stuhl sitzt. Ach so. Ja, warte. Das ist einmal. Nee, warte, den habe ich glaube ich nicht. Dann haben wir noch das Sumpfhaus. Ist 114. Oder vielleicht braucht man nur die doppelten. Moment. 114. Was? Nee, nicht Sumpfmonster, Haus im Sumpf. Ah, Haus im Sumpf ist 113. Warte mal. Nee, da kann man nichts drücken, ne? Das springt auf. Ja, dann fehlt uns jetzt noch der Mann auf dem Stuhl und die Windmühle mit Sturm. Genau, die Windmühle habe ich, glaube ich, auch aufgeschrieben. Die ist 105. 105. Probieren wir bei dem Mann 103. Ups, der Mann. Weil es fehlt nur noch 103, 104. 100. Drei, ja, ey, wir suchen uns da einen Wolf, ne, mit dieser scheiß Notiz. Ja, ich habe einen Teil von der Maske. Was hast du, einen Teil? Ah, super, der muss nämlich... Von der Statue, so. Ja, super. Ey, wir suchen uns da einen ab, weil wir denken, ja, doppelt, meine Fresse. Also, blöder kann man es auch nicht schreiben. Ui, hätte mich aber auch gewundert. Jetzt gebraucht. Hier, die hier ausgestellte Kunst ist in einigen Räumen gleich. Achten Sie einfach auf die Raumnummer. Was soll das heißen? Wir hatten dann diese Doppelräume, ne, diese 3, 4... Da habe ich einfach gedacht, okay, wir müssen das finden, wo es doppelt drin ist. Gott, ja, das nice. War so einfach. Es war so, ey, da ärgere ich mich jetzt. Wir da müssen jetzt, ich mich jetzt richtig. Aber noch zu der Statue. Wo war die nochmal? Da ärgere ich mich jetzt richtig hardcore. Die war... Weil ich dachte, das wäre auch ein bisschen zu einfach nur Zimmernummern. Ja, das kannten wir halt schon durch den anderen Teil. Oh, bei mir ist voll die Gang von Rüsselknaben. Wirklich, ich werde total bedrängt. Ich komme nicht durch diesen verdammten Gang. 113 war es, ne? Wo ich hin muss. Genau. Ich komme nicht durch, weil die mich einfach die ganze Zeit rüsseln wollen. Die wollen dich rüsseln. Ich wurde gegen meinen Willen gerüsselt. Mehrfach. Kann ich da nicht Solmec oder sowas aktivieren? Doch, den. Oh mein Gott. Doch, den solltest du auf jeden Fall direkt fragen, ob so, ich bin jetzt wieder. Moment, jetzt bin ich wieder beim Museum. Jetzt bin ich wieder beim Museum, interessanterweise. Oh Gott, war das knapp! Sehr gut. Ja, und wo geht's jetzt vom Museum nochmal dahin? Vom Museum. Ich bin gerade der Säulenraum. Nee, das war ja nicht der Säulenraum, das war ja der Spiegelraum. Verdammt, dass man sich die Kacke auch nie merkt. Nee, das ist auch so. Oh mein Gott, bin ich jetzt bei der Statue vielleicht? War die Statue da hinten? Die Statue ist irgendwo in der Sackgasse. Hab die Statue. Ja, dann hab ich schon mal das super. So, von mir wird gerade gekotzt. Baller jetzt die Maske da rein. Das Gesicht, das Steiner, ne? Bam. Und irgendwas hat gebrummelt. Ah, hinten hat sich was rausgeschoben. Bei mir blubbert's auch. Lagerschlüssel. Ja, ich weiß auch, wo der ist. Yes, baby. Doch dieses eine Zimmer. We did it. Ist doch dieses eine Zimmer. Dieses eine Zimmer, ja. Dieses ist, wo auch ein Kaminfeuer war. Ich muss ganz kurz pinkeln. Schon wieder?
Ja, ich trinke gerade ganz viel. 108, ich bin jetzt bei 108. Jetzt bin ich bei der Küche. Oh nö. Oh nö. Oh nö, ist das wieder hier kein Schrank? Ich bin beim Speisesaal, endlich. Gib mir mal einen Schrank, bitte, Spiel. Oh. Ja, und hier war doch irgendwo die 113. Ja! Mann! Einmal den Klumpen durch den kompletten Laden gezogen. Ja! Bitte! Endlich! Dankeschön! Nie wieder! Rein mit dem Drecksding! Jetzt kann ich auch wieder eine Taschenlampe endlich anmachen. Die Badewanne wird nicht mehr gesucht. Sie ist gefunden! Sie ist gefunden, Chat. Sie ist absolut gefunden. Here I am! Bin bei der Badewanne. Super. Hab's zerblubbert. Hier klingelt's bei mir. War nix drin. Hat's aufgehört. War nichts drin. Wir müssen in diesen Lagerraum jetzt. Wo ist der Lagerraum, Knu? Warte, ich komm raus. Ich bin jetzt bei der Badewanne. Du weißt, wo der ist? Okay. Hoffe. Ich glaube ja. So. Ich bin jetzt im Speisezimmer. Okay, warte, ich guck, dass ich jetzt irgendwie schnell zu dir komme. Und ich gehe mal ganz kurz hier in die 112. Ich schau mal ganz kurz hier noch. 112 ist nothing. Hier, du blödest einen Lagerschrank. Ich bin direkt dort. Aber wo ist das? Oh Mann, da beim Bildzimmer, gegenüber vom Bildzimmer. Oh Gott, das ist auf der anderen Seite wieder. Das muss ich wieder komplett durchs ganze, durch den ganzen Kapuff hier latschen. Gegenüber vom Bildzimmer. Oh, da ist wieder der Humpelmann. Humpel Edgar ist auch wieder unterwegs. Dann halte mal da ein bisschen durch. Okay. Okay. Was ist denn da für eine Zimmernummer in der Nähe? Zimmernummer. Oh je, gar keine. Leider. 101 bin ich jetzt. War doch irgend so ein Eckzimmer, ne? Ich tu mal ein bisschen pfeifen. Ich höre dich. Ich hab die Tür zugemacht, damit kein Monster reinkommt, das ich im Schrank verstecken kann. Bist du in dem Schrank drin? Nee. Nee, ich bin in dem Raum. Ich höre dich. Wie so ein Gang weiter. Hier ist die Tür. Da. Guck, ich mach dir die ganze Zeit auf und zu. Ja, ich hör's. Moment, ich glaube, ich hab dich gleich. Ja. Ist offen. Bin im Lagerraum. Da ist eine Schallplatte und ein 10-Kilo-Gewicht. Guck mal, das 10-Kilo-Gewicht kann ich mir in die scheiß Hosentasche schieben. Aber das Fossil, ja, das muss ich tragen und bin dadurch super langsam. Das gibt's oh, da nicht. Oh Mann. Oh, ich mach mir hier die Tür zu. Aber so. 10 Kilo Blei, kein Problem. Gut ist, wir haben hier genug Schränkchen. Oh, ich hab eine Kerze. Echt? Ja. Wie eine. Ah, Kamin oder so. Kann man ja, damit. Kamini. Ich habe auch eine Kerze. Wo waren Kaminsens? Hier ist ein Kaminsen. Dann mach ihn an. So, interagieren. Inventar. In der Lobby ist auch noch einer. Und dann in diesem Raum mit den ganzen Sofas. 1 von 5. Oh cool, super. Man kriegt sogar noch eine Zahl. Das ist echt nett. So kenne ich die Backrooms gar nicht. Normalerweise ist doch alles super minimalistisch und wirst noch verprügelt, wenn du was richtig hast. Dann kommt jemand und macht bei dir zu Hause, klopft dann so, open up und dann wirst du verkloppt. Genau, aber wirklich. So ist in Backrooms. Hass, das ist purer freundlich. Hass. Backrooms ist richtig Hass. In der Lobby ist der letzte, also wir müssen hier nur 4 finden. Im Prinzip. Und in der Lobby ist dann das letzte Feuerchen. Dann sollten wir den in der Lobby einfach noch gar nicht anzünden. Genau. Dass wir so ein Gefühl dafür haben, wo es ist, weißt du? Ja. Gibt das Sinn? Keine Ahnung. Ja. Ich habe ein Feuerchen. Super. Kann ich anzünden, weil ich habe ja auch eine Kerze. Ich habe auch noch ein Feuerchen.
So, voll, voll. Oh, endlich läuft's mal. Endlich läuft's mal, nachdem wir halt dieses doofe, total einfache Rätsel, weil es nur so blöd beschrieben war, wir wieder halt mehr erwartet haben vom Spiel. Wir waren einfach zu... Wir waren zu gut eingestellt. Wir waren halt mehr gewohnt. Vom ja. Speckrooms. Ja, wir waren eigentlich da... Wir sind davon ausgegangen, dass es richtig knallig wird. Inside the Specky Rooms. In irgendeinem Zimmer ist noch eins. Deswegen das hier jetzt gar nicht. Zimmer, wo ganz viele Sofas drin sind? Ja, das habe ich angemacht. Das heißt, also das letzte ist nämlich in einem weiteren Hotelzimmer, glaube ich. Eins gesehen zu haben. Also wir gehen jetzt nochmal in alle Hotelzimmerchen und schauen nochmal durch. Schon wieder verlaufen. Jetzt bin ich in dem Zimmer, wo du warst, ja, mit den ganzen Sitzgelegenheiten. Ja. Und hier hat es noch einen Code bei der Badewanne. Den kriegen wir bestimmt durch das Fossil dann. Och man, ist jetzt hier wieder kein Schrank? Hier ist Kotten. Oh, ich werde gerade gegessen. Du wirst gegessen oder gefressen? Gegessen. Oh, jetzt mach ich die Tür auf, da ist ein Dude drin. Ah, ich bin tot. Ey, so viel Pech, wie ich in diesem Spiel habe. Wenn ich jetzt keine Leben mehr habe, ne, dann rasse ich vollkommen aus. Ja, das schaffen wir schon, Kisi. Kisi, jetzt verlier nicht die Nerven! Backrooms, doch, da verliert man die Nerven. Das ist mein Nemesis. Weißt du, machst du so eine Tür auf, und dann steht da so ein Typ und sagt, hi, Mr. Pimmelnase. Sie gerne befruchten. Bei mir ist gerade voll schön ruhig. Jetzt sowas ausgepiept? Nee, das darf man sagen, glaube ich. Na, das ist okay. Bei dir, glaube ich, drüben ist, glaube ich, auch das letzte Feuer. Guck mal, man sagt ja sogar, wenn Kinder nicht lernen, Geschlechtsteile zu benennen, hat das enorme Konsequenzen auch, wenn ihnen mal was angetan wird, ne? Oh, echt? Ja, das sollte man schon Kindern beibringen, wie das halt richtig heißt. Ne? Damit ja. Die Kinder auch wissen, wo der Onkel vielleicht was gemacht hat, so auf die Art. Ja. Ja, aber durch so Unternehmen wie YouTube umgehen wir alles und irgendwann, ne? Weil ich habe zum Beispiel letztens gelesen, auf TikTok ist das Wort geil nicht gerne gesehen. Aber auf TikTok genau. Sind ein Haufen nackter Mädels, die dir OF verkaufen. Ja, ja, genau. Und das checken die dann gar nicht. Verstehe die Logik nicht. Ja. Aber das Wort geil darf man auf TikTok nicht sagen. Richtig dumm. Richtig dumm. Ist pädagogisch betrachtet nicht gut, die Kinder so zu halten. Nee, ich finde halt ein paar Sachen gehören halt einfach dazu, dass man sie anspricht. Also wir können halt nicht immer alles schlecht sehen und Amis ja, halt. Also laut den Amerikanern gibt es ja auch keine Periode. Ja, das ist ja lächerlich. Ja, aber gibt's nicht. Und Schwachsinn. Das haben Frauen, das haben Feministen erfunden. Das gibt's nicht. Periode ist, hast du erfunden genug. Genau, ich habe nur immer, ich blute nur einfach nur mal ein paar Tage aus, normal. Ja, du hast dich vorhin wieder geschnitten bei der Gartenarbeit. Genau, mein Freund hat mich vielleicht geschnitten. Ich finde es halt schade, dass diese ganzen, weil eigentlich ist Europa relativ offen, was auch Sexualität angeht. Und ich finde es schade, dass wir da so amerikanisiert werden. Finde ich nicht gut. Wir werden noch schlimmer als amerikanisiert, wir werden für alles gecancelt. Wir müssen auch mal zur Schallplatte, ne? Ja, aber wir haben noch keinen Halt, keinen Hebel. Echt, der fehlt auch? Ja, den brauchen wir, damit es überhaupt spielt. Ich bin jetzt wieder im Speisesaal. Wie kam ich von da aus nochmal... Nee, da war doch ein Hebel dran. Aber irgendwas fehlt uns da doch. Ich mach mal die Schallplatte rein. Okay. So, ist drin. Ja, sie spielt. Was soll ich machen? Wieder zurückkommen, wenn die Lizenzmusik vorbei ist, oder wie? Irgendwie, lassen Sie die Musik im Tanzraum noch einmal spielen. Verlassen Sie den Raum und kommen Sie nach einer Weile wieder. Dann ist es Zeit, die drei Klaviertasten in der richtigen Reihenfolge zu spielen. Boah. Hörst du die Musik? Nee. Voll creepy irgendwie. Suchst immer noch Kamine, ha? Huh? Ja, ich suche noch den letzten, weil der andere ist ja in der Lobby. Der war in irgendeinem dummen Zimmer. Nicht in der Nähe vom Musik? Ding. Da war ich ja gerade schon die ganze Zeit. Code brauchen wir auch noch. Weil was da ist ja noch bei dir ein Code.
Weil bei dem... Genau, den kriegen wir durch das Fossil, glaube ich. Nee, ich glaube, durch das Fossil kriegen wir einen Diamant, weil er ja sagt, irgendwas wäre drin. Ich könnte mir vorstellen, das ist ein Diamant. Was aber interessant ist, wir haben doch eine Zange dabei. Können wir nicht einfach dieses Billo-Schloss abzwicken? Oh, der humpelt, ja. Wie geht's nochmal ins Fossilzimmer, ins Museum? Wie komme ich da jetzt nochmal rein? Ins Fossilzimmer. Der Humpler hat den Schlüssel, ja. Oh, scheiße, hier ist schon ein Kamin. Mr. Humpelmann hat den Schlüssel. Ja, der rennt mir gerade hinterher. Ah, der ist ziemlich langsam. Ja. Menschen mit Handicaps werden hier mal wieder gebasht. Ja, der hat irgendwas. Vielleicht ist der Kamin auch in einem Raum, wo wir noch gar nicht rein können. Doch, doch, ich habe den irgendwo in einem Raum gesehen, wo ich noch dachte, oh Gott. Wenn wir hier jetzt den Raum finden, wenn wir das finden müssen, dann finden wir die wieder. Das dachte ich mir noch. Bin ich in dem Raum, der so total verwüstet ist? Ne, hier ist auch nichts. Ich dachte, hier wäre vielleicht was gewesen. Genau, den habe ich schon angemacht. Ah, ne, hier ist nix. Auch nix. Bin ich jetzt nicht wieder bei der Lagerhalle? Ja, ich bin bei dir. Okay. Wie ging's nochmal ins Museum? Hallo. Ahoi, ahoi. Ins Museum. Hier irgendwie lang? Motte! Oder sowas. Vorsicht, nicht raus. Ich höre wieder das Telefon. Kann da hinten was drin sein? Oh, ich bin beim Säulenraum. Ah, da ist eine Motte. Und die ist wütend. Kann bei dem Säulenraum irgendwas sein? Was war da nochmal bei dem Säulenraum? Von dem Säulenraum kommst du, glaube ich, dahin. Wo du hin willst. Ja. Hier ist der Säulenraum nämlich. Aber da sind auch voll viele Motten. Hm. Ja, da müssen wir da wahrscheinlich hin. Die parken sich ja schon noch immer ein bisschen da, wo man hin muss. Ja, was mache ich jetzt? Durchrennen oder was? Einfach. Hat ihr vorbeigeflitzt! Nice. Jetzt bin ich in dem Raum mit dem gefrorenen Hörnchen. Oh shit. Oh Gott. Nee, da war nichts. Das ist einfach nur... Ah, jetzt bin ich in... Warte. Was für einen Klumpen habe ich dabei? Wie viel wiegt der nochmal? Ich habe den 10 Kilo Klumpen. Ah, nice. Jetzt kannst du ja die letzte Fossil holen. Ja, und jetzt muss ich nochmal den Weg zur Badewanne finden. Oh, my life be like. Und den hast du halt wieder... Ich hasse es, dieses Ding durch die Gegend zu schleppen. Warum muss ich das machen? Haben wir dafür nicht Personal? Ich dachte, wir wären reiche YouTuber. In Deutschland wird man nicht reich. Nee, das stimmt leider wirklich. Wir sind gönnerhafte Steuerzahler. Ja. Das sind alle, aber ich sag ja nur, man hat schon viel Abgaben. Ich brauche so eine Malta-Connection. Jetzt bin ich wieder bei dem... bei der Küche. Ach, Humpelmann ist hinter mir. Der Humpelmann. Dr. Humpel. Hab ich ihn ausgetrickst? Ich weiß es nicht. Hier sind einfach gerade alle. Ich glaube, dass hier das Feuer irgendwo sein muss. Ich bin halt total lost... weil ich jetzt auch wieder keine Taschenlampe habe und... Okay, Speisesaal. Vom Speisesaal aus... War es doch nicht... Oh, no. Und ich wurde gebissen. Jetzt bin ich wieder im Musikzimmer angekommen. Ich gehe mal hier rein. Okay, vom Speisesaal aus war es doch gar nicht so weit zum Badewann. Was war es? 113. Ja. 113, ja. Ich atme jetzt erstmal kräftig durch, dann schleppe ich den Brocken weiter. Erstmal so ein Mandelwasser schlabbern. Oh, eine Motte! Oh Gott! Verpiesel dich! Piss dich! Alter, die Motte.
Und wie tut er mir leid, der da so humpelt? Oh, ich sehe die Motte. Bei dir geht ja voll die Party ab. Oh, der kotzt schon wieder. War eine durchzechte Nacht, ne? 112. Warte. Ich suche die 113. 113, ich hab sie. Oh, nice. Oh, ich geh kaputt. Ich geh einfach kaputt. Aber die Band spielt. Ja. So, rein mit dem Klumpen Kacke. Es blubbert. War klar, dass wir alle drei auflösen müssen, bis wir den richtigen haben. Weil in nur einem ist ja angeblich was drin. Ja, ist wieder typisch. Ist typisch, ne? Wenn man so das Glück hat, dann den richtigen direkt beim ersten Mal blubbern. Ja, stimmt eigentlich. Sei dir nicht vergönnt. Ja, das ist ein Diamant und den brauche ich fürs Eichhörnchen. Ich brauche Diamant für die Hörnchen. Bist du gut in solchen? Ich höre diese komische Musik. Oh. Ich find's auch voll fies, dass wenn du die siehst, ne, und die rennen auf dich zu, die irgendwie einen Kilometer, du bist schon einen Kilometer, du bist eigentlich schon in einem anderen Hotel. Du hast ausgecheckt, ja, hast deine Koffer gepackt und bist in das Hotel auf der anderen Straßenseite gezogen und trotzdem trifft er dich. Ja, voll, finde ich auch. Ja, deswegen, es ist, ich bin hier gerade auch wieder am Struggeln. Ja, du musst halt irgendwie Klavier spielen, ne? Oh, stimmt, aber wo ist denn das gewesen? Wenn die Musik in der Lobby ist. In der Lobby war das. Ja, aber erst wenn Lobby die Musik ist vorbei ist, oder? Ja. Nee, da ist das Klavier. Und wie sind die richtigen Noten? Keine Ahnung. Irgendwas habe ich gemacht. Oh. Irgendwas habe ich gehört eben. Ja, ich auch. Eine Kette oder sowas. Irgendeine Kette gehört, ne? Auch. Wo wollte ich jetzt hin? Jetzt wollte ich ins Hörnchenzimmer. Wo ist das Hörnchenzimmer? Wo ist der Säulenraum? Oh Gott, nervig. Ich bin jetzt gerade vorne gegenüber von der Badewanne übrigens. Die habe ich schon gemacht. Die Badewanne ist okay, gut. Durch. Nie wieder Badewanne. Nie wieder Badewanne. Nie wieder Badewanne. Ich finde das letzte Feufeu nicht. Gibt es in der Lobby vielleicht zwei? Nein. Nee, weiß es, weil ich habe das wo gesehen, dachte mir noch Scheißstelle. Irgendjemand hat gerade geschrien. Ja. Boah, das meine ich schon wieder. Ist ja einfach Speedy Gonzales, der Dude. Speedy Gonzales. Und ich laufe direkt in den nächsten rein, der um den Gang kommt. Ey, jetzt gerade werde ich wieder gekaut. Habe ich irgendwas bei dem Klavier richtig gemacht? Ich weiß es nicht. Das, guck mal, kannst du das Klavier mal angucken? Steht hinten in der Ecke, wenn du in diesem... Naja, da ist ein Ausrufezeichen. Ja, und die habe ich jetzt gespielt. Und irgendeine Kette habe ich gehört. Something has changed steht jetzt dran. Ja. Bei dir auch? Irgendwas. Ja, ich höre so ein... Ja, aber... Was hat sich verändert? Vielleicht hat sich irgendeinen Raum geöffnet, irgendeine Wand geschoben. Hä? Der ist neu. Das ist Telefon. Ich bin beim Telefon. Ja. Schreibt es auf 838. 8. 8388. Da hinten. Was? 8338. 8388. Da hinten ist okay. Der Kamin. Ich zünd ihn an. Das ist der Code für... Ja, für bei der Badewanne. Machen wir kurz noch jetzt die Lobby, oder? Ja, was wollen wir denn in der Lobby machen? Naja, in der Lobby können wir das letzte Feuer anzünden. Achso, ja klar, das machen wir. Dann müssen wir hier dann, folgt mir. Ja, Moment. So. Hier. Und Dude! Kannst du dich verstecken? Anscheinend nicht, nein. Toll, ich komme auch nicht weg, weil ich keine Ausdauer habe. Oh,
Kacke. Shit. Ich bin sowas von tot. Da ist ja noch ein Dude. Ja, lauf mit zwei hinterher, dann mach ich's schnell an. Ja, ich werde tot sein. Ich hab keine Ausdauer. Oh, ich lebe noch! Da war ein Schrank! Ich glaub's nicht, ich hab's geschafft, Alter. Crazy. Okay, ich mach den schnell an. Mach ihn an. Die campen jetzt vor meiner Tür und poltern da rum. Benutzen. In der Ferne ist ein Motorgeräusch zu hören. Oh ja, das war unten. Oh ja, das ist an, das Feuer. Ich muss gerade um mein Leben schwitzen. Ich habe auch keinen Spritz mehr. Mandelwasser brauche ich hier. So, hier unten ist jetzt das Feuer an, im Keller. Im Keller, und was bringt das? Das kann eventuell sein, dass der Aufzug jetzt geht. Nee. Vielleicht ist das Eichhörnchen. Nee, ist nicht. Nee, ich habe den Diamanten fürs Eichhörnchen. Ich suche den Raum. Ich weiß aber gerade nicht, wie ich da hinkomme. Jetzt bin ich wieder bei dem Raum, wo wir Feuer angemacht haben. Und wir müssen noch zu dem Zahlenschloss gehen, bei der Badewanne. Dann mache ich das jetzt kurz. Badewanne bin ich, ja, komm ich hin. Okay, dann mach das mal kurz. Ich sag dir mal den Code. Warte. 8388. Moment. Hier, ich bin bei der Badewanne. Tür zu. 8, ne? Ja, 3. Moment, warte, das ist so doof von der Steuerung. Und? 3 und dann zweimal die 8, ja. Genau. Ich sehe gerade, wie die Motte sich bewegt. 8388. Ja, ist offen. Und du hast doch gesagt, dass wahrscheinlich jetzt die Küche geht. Vielleicht, das war so eine Idee. Damit du gar nicht falsch liegen könntest, ja. Da drüben ist ein toter Oh mein Gott, da ist ein Raum randvoll mit Motten. Knö. Oh shit. Komm mal daher. Komm mal zu dir. Ach du Heil. Nee. Warte, da steht was. Ein Nest mit Todesmotten wurde gefunden. Das Erkundungsteam versucht, ein Kokon-Exemplar dieser Kreatur zu fangen, aber alles geriet außer Kontrolle. Wenn noch jemand lebt, achten Sie darauf. Motten können vom Dampf betäubt werden, aber leider funktionieren die Kessel nicht mehr. Also müssen sie reparieren und wieder zum Laufen bringen. Ah, die Kessel. Haben wir die jetzt nicht repariert und zum Laufen gebracht? Ja, doch. Wir müssten jetzt gehen. Aber dann sollten wir auch noch gucken, was kann man mit dem Eichhörnchen da hinten machen? Das Spiegelrätsel. Ja, bestimmt mit dem, wie du gesagt hast, mit dem Diamanten. Den habe ich, aber ich finde gerade nicht den Weg, die Route zum Hörnchen. Da hinten ist eine Todesmotte, cool. Warte mal, das war doch hier. Ich bin jetzt im Speisesaal. Genau. Wie komme ich da nochmal hin? Da ladst du nicht in die Wand gegenüber von der Lobby, sondern in den anderen Tunnel rein. Okay, let's go. Okay, let's go. Dann, wo war da nochmal? Hier, ich bin bei dir. Ja, da. Da hinten. So. Yeet. Alright, let's do it. Ey, wir hätten es aber auch viel schneller gelöst, ne? Wenn wir nicht diesen Kack hätten mit den Bildern. Ah, okay, das müssen wir. Ja, aber wirklich. Ah, warte. Was passiert? Musst du den drehen? Okay, die müssen alle berührt sein. Ist es überhaupt die richtige Richtung? Das ist jetzt die große Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Warte mal. Ich glaube, wir müssen in die andere Richtung. Guck, da geht's nicht mehr weiter. Lass mal in die andere Richtung drehen. Oh, das Drehen ist so blöd, ey. Das ist richtig blöd. Ja. Was müssen wir jetzt auf den Teller legen? Okay, so weit kann er. Und hier? Naja, in die Richtung? Wir müssen jetzt irgendwie treffen, aber... Aber hier ist ja auch noch ein Bild. Ah, da drüben ist ja noch einer, sehe ich das jetzt. In der Ecke ist noch einer. Guck mal. Ah. Ich dachte nämlich schon, wie soll das gehen? Warte. Das Drehen, das dauert halt super lang, weil... Sag mir, wenn ich es treffe, den anderen Spiegel. Na, jetzt bin ich zu weit.
Nochmal zurück, zurück, zurück. Ja, Moment. Wie gesagt, die Steuerung ist hier nicht so prickelnd. Jetzt? Nee. Moment. Hä? Bei mir geht es voll easy. Lass mich mal machen. So, jetzt. Warte. Jetzt müssen wir den da reindrehen. Nee, reicht noch nicht. Warte. Aber mir geht es viel easy aus. Lass mich mal machen. Okay, dann mach mal. Ja, aber nee, ist zu weit. Guck mal, der springt. So? Nein. Ja, das ist die richtige. Stopp! Nochmal zurück. Kleines Stück, noch ein ganz kleines Stück zurück, noch ein ganz, ganz. Ja! Perfekt. Stopp! Nicht bewegen. Okay. Super. Jetzt den da hinten wahrscheinlich, ne? Genau, warte, ich nehme mal kurz den. Und drehe den schon mal so in die Richtung. Nee, der blockiert durch den anderen. Okay, dann muss der hier hin. Genau, stopp, zurück. Ja. Noch ein bisschen. Hey, jetzt habe ich den anderen hinten getroffen. Vielleicht auch gar nicht falsch. Schauen wir mal. Doch, vielleicht kann ja der jetzt warte dann mal den hier holen oder so. Und der dann dahin. Ja, zu weit. Müssen alle Spiegel? Wahrscheinlich ja, schon, gell? Alle. Wenn du den triffst, dann können wir den da hinten nämlich machen. Gib mir mal, mal den jetzt. So, wo könnte der hin? Da ganz nach hinten vielleicht? Nee, der könnte aber zu dem da vorne eher. Oh, warte. Ja, guck, und jetzt fehlt der da. Oh, komm schon, gib mir den. Naja, noch weiter. Dass man da so eine blöde Kameraperspektive hat, ne? Mhm. Warte. Also meinst du in den hier rein? Vielleicht. Der da nach hinten. Moment. Oh, ja, stopp, stopp, zurück. Ah, das ist so empfindlich. Ja, stopp. Und dann muss der nach hinten. Geht das? So, ja. Und dann muss der. Ach, da ist noch mehr. Den habe ich gar nicht gesehen. Genau, und der muss jetzt zu dem Chipmunk. Nee, hier ist auch noch einer, der getroffen werden muss. Ach so, das wäre dann egal jetzt, wo der hingeht. Ja, so, jetzt dann muss er halt rüber. Trifft ihr den? Weiter. Ja, weiter, 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 weiter. Noch weiter, noch weiter, 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 weiter. Stopp, zurück. Noch ein Stück. Ja, stopp, bleib so. Eat. Und wo? Noch ein Stückchen. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Ja, noch zurück. Yeah! Oh. Was haben wir jetzt? Ein Schlüssel Heizraum. Für was ist der Heizraum? Ja, und wir haben jetzt die Kessel aktiviert und jetzt ergibt das alles Sinn. Dann geht's weiter okay. Im Wochenraum. Wie kommen wir in den Heizraum? Im Keller. Kennst du den Weg? Ja, ich glaube schon. Weißt du, was richtig krass ist? In meinem Chat ist, glaube ich, seit 5 Minuten keine einzige Interaktion. Es gucken aber hier 1100 Leute zu. Echt? Bei mir voll. Die schreien die ganze Zeit, ah, sie haben so Angst. Meine Leute sind anscheinend brutal abgehärtet. Nee, ich weiß, du hast halt wahrscheinlich Leute, die einfach gerade während der Arbeit. Ey, bei mir sind eh immer alle im Lurk. Ich habe so einen richtigen Lurk-Stream. Ja, die sind gerade alle nebenbei in der Arbeit, lassen es nebenbei laufen. Das mache ich aber auch immer so. Witzig. Süß. Aber ist es nicht wichtig? Ist es überhaupt wichtig, dass die Leute auf Twitch schreiben? Ich glaube nicht, ne? Ist eigentlich völlig egal. Hauptsache, sie gucken zu. Ich glaube auch. Ich glaube, Interaktionen sehen Twitch immer gern, aber ich glaube, das macht jetzt keinen Nachteil oder so. Ich weiß gar nicht, ob Twitch überhaupt irgendein System hat. Ich glaube auch nicht. Yeah, Tür öffnen! So, jetzt brauchen wir Dampf. Was können wir hier machen? Hier, interagieren.
What? Da muss irgendwas rein. Wir müssen ja jetzt mit dem Dampf die Kokons holen. Ja, ja, aber ein Rohrstück. Aber wo könnte das denn... Was haben wir denn noch offen? Klavier? Haben wir durch. Ah, hier, ich habe die Tür noch geöffnet. Komm mal her. Wo? Hier. Ich höre einen Herzschlag. Das bin ich. Ich drehe durch. Warum verliere ich? Du drehst, glaube ich, durch. Kann man irgendwas drücken? Power. Also in dem einen Raum fehlt wie so ein Rohrstück. Ja. Das müssten wir halt irgendwo finden. Guck nochmal, ob noch weitere Türen gibt. Na, irgendwo. Hier ist noch eine. Ist auf. Irgendwo sowas wie ein Stück Rohr. Hier ist auch noch eine, ne? Bei mir gegenüber direkt. Ja. Wir müssen jetzt hin. Ah, okay, kann man noch Grad einstellen. Oh je, hier. Kann man noch irgendwie Grad einstellen. Guck mal, hier fehlt auch irgendwas. Wie Grad einstellen? Da kannst du eine Gradzahl einstellen. Oh Gott. Das ändert sich da. Wie viel Grad das, glaube ich, dann heizt. Ich glaube, heiß muss es doch sein. Okay, wir brauchen erstmal, irgendwo muss ein Raum sein, wo Rohrteile rumliegen. Das war noch eine Tür? Hier. Ich spiele nebenbei an mir rum, schreibt mein Chat. Ah, cool. Hier. Hier, ich hab. Yeah. Was ist das da? Geht ah, und das ist das Finale wahrscheinlich dann so. Ach, guck mal, okay. Wir haben unterschiedliche Rohrarten jetzt eingesammelt. Ja. Es könnte sein, dass wir halt jetzt irgendwie die passende Connection finden müssen. Okay, ich hab schon mal eins connected. Oder sind die alle gleich? So, bei mir ist auch eins connected. Fehlt, ich habe noch ein gebogenes. Da müssen wir jetzt den Raum finden. Wahrscheinlich hier vorne, oder? Da, wo es laut ist. Aber hier sind hier, oder? Aber hier ist irgendwie laut. Ja. Nee, warte, aber ich sehe nichts. Vielleicht irgendwo an den Wänden oben? Irgendwo im Kesselraum? Hier vielleicht irgendwo? Hier! Hier! In der Ecke! Komm zu mir! Da! Wo es brennt! In der Ecke! Einfach rum! Ah! Hier! Da vorne in der Ecke! Geht das? Warte! Yes! So, und was nun? Hast jetzt du noch Rohre? Nee, wir haben alles. Drei Stück. Jetzt können wir die Temperatur hochpacken. Wie viel Temperatur brauchen die denn? Ich habe 50 jetzt, aber ich weiß nicht, ob das zu viel ist. Keine Ahnung. Warte mal, hier nochmal den Hebel drücken. Geht der jetzt? Wir brauchen die richtige Zahl und müssen dann den Hebel drücken. Was ist die richtige Zahl? Das weiß ich nicht. Steht da irgendwas? Ach, guck mal, die haben alle jetzt was. Die kannst jetzt alle... Oh nein, die kannst jetzt alle verstellen. Nee, den hier nicht. Aber den hier. Oh, tatsächlich den auch. Aber müssen wir den nicht auf 50 aber packen? Aber wo ist denn der... Nee, ich glaube nicht, das wäre zu simpel. Andererseits war das mit dem Müll dann auch simpel, aber nee, ich glaube trotzdem nicht. Irgendwo muss ein Hinweis sein. Die Frage ist, ist der Hinweis hier? Was hast du vor mit dem Motten gelesen? Was stand da was wegen Dampf und Gas? Ja, Boiler 3. Ich weiß nicht. Hm. 45 Grad, oder? War doch, oder? Oder denken wir gerade so sehr an Ghost Watchers? Wo ist denn der andere Raum mit den Boiler-Dingern? Mach mal nichts. Verstell mal bitte nichts. Ich teste mal was. Boilermaschine 1,25, Boilermaschine 2,30, Boilermaschine 3,15, ja. Oh Mann. Aber haben wir den nicht gelesen? Ich dachte, den haben wir angeschaut. Nee, durch unsere Euphorie wahrscheinlich nicht. Okay, dann sag nochmal durch. Boilermaschine 1,25, Boiler 2,30. So, warte, 1...
25, 30, 15. Okay. Dann hier 30. 25, 30, oder? 25, jetzt bin ich schon wieder weg. 25, 30, 15, ja. Und die letzte 15. Die 3. Ja. Muss auch Maschine 3 sein, ne? Ja. 25, 30, 15, yep. Okay. Ich warte mit dem Schalten, bis du da bist. Weil ich könnte mir durchaus vorstellen, dass da was Krasses kommt. Dass hier gleich was Widerliches passiert. Also die Notiz war beim Telefon. I'm running. Yay. Wups, 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 wups. Ich bin unten. So. Dann. Push it to the limit. Wo war der jetzt? Wieso bin ich so unorientiert? Ja, hier ist der Hebel. Ich mach. Achtung, ich hab gehebelt. Die Maschine läuft, mehr ist nicht passiert. Gut. Dann können wir jetzt 100 Pro ins Bad in den Raum und diese Kartons holen. Da müssen wir jetzt. Ja. Ich esse nochmal ein Gelee. Okay, warte, ich will auch mit. Wie dieses rausrülpsen. Achtung, hier steht ein Loot, da müssen wir schnell vorbei. Wo hatte ich gesehen? Wo war der 113, ne? War das nicht hier? War das nicht? Das war doch die andere Richtung. Das ja, ah, stimmt. Er hat mich gebissen. Oben beim Klavierzimmer, beim. Ich bin schon drin. Ja. Oh, hier ist einer. Oh nein, wie gemein! Bist du tot? Nein, aber hier ist einer drin. Das war ja noch nie so. Oh nein, du bist. Was? Ich jetzt hin, du bist im Schrank. Da drin ist auch noch einer. Rein wollen. Ja, ich bin auch im Schrank. Er hinkt dir hinterher. Wir müssen dann nachher echt gucken, dass wir auch den richtigen fieden. Na, der rennt hier sogar rum. Dr. Humpfuß, du kannst raus. Ich vertraue dir diesmal. Bist du draußen? Yes. Schnell, mach die Tür zu hinter uns. Okay. Oh Gott, Alter, was für ein Raum. Oh, wow, wow, wow. Wir müssen wahrscheinlich ganz ans andere Ende des Raums. Oh Gott, ja, und schleichen. Nee, ich glaube, schleichen ist egal. Der hört uns nicht. Ey, es ist hier drin so. Oh mein Gott. Mir eben direkt ins Auge geblickt. Oh Gott. Ich hab. Oh, du kannst auch in den Boden fallen, ne? Na, ich. Da, oh. Oh, du siehst es. Ich bin in den Boden gefallen. Oh Gott. Du siehst es gar nicht. Oh Gott. Warum komme ich nicht durch die Tür? Bist du durch? Nein, er hat mich. Oh Gott, schlimm. Vier Leben. Ach, warte, wir sind direkt bei der Tür. Du musst auf den Boden auch achten. Ab und zu, wenn der Nebel ganz dicht ist, siehst du das nicht. Ach, wie nett. Oh, ja, toll. Ich bin auch tot. Oh, ich bin auch tot. Kann ich die Motten sehen? Aber ich guck mir mal den Weg an. Oh, der ist schon ziemlich lang. Oh, der ist richtig lang. Der ist richtig, richtig lang. Da hinten liegt die Leiche mit der Larve. Oh Gott, sind da viele. Der ist richtig lang, der Weg. Ich hasse es. Oh Gott, das wird uns jetzt alle Leben kosten. Du bist quasi geradeaus durch. Gnö. Gnö. Also hören tut die uns nicht, ne? Oder? Nee. Boah, es ist so ekelhaft, sich auch zu bewegen. Aber Licht mögen sie nicht, das zieht sie an, ne? Ja. Oh mein Gott, der ist aber auch dann direkt vor einem plötzlich. Du hast mehr Leben. Bist du hinten durch? Das ist quasi ein Streifen, wo du durch. Ich bin fast durch gewesen, oh Mann! Du bist tot. Ah. Ich war fast durch. Wenn wir das Ding im Inventar haben, müssten wir
Müssen wir nochmal zurück oder werden wir mit dem Ding wiederbelebt? Das ist jetzt die große Frage. Oh, ich glaube nicht, ne? Keine Ahnung. Ich trau mich da nicht durch. Okay, angeblich kann man die Taschenlampe anhaben. Was? Echt? Angeblich. Ja, scheinbar ja. Bringt aber auch nicht viel. Einstellungen? Kann ich nicht ein bisschen heller machen? Nebel abstellen. Geht das nicht irgendwo? Die kommt! Oh. Die Taschenlampe doch nicht anhaben. Okay. Aber kann ich nicht irgendwo auch das Spiel ein bisschen heller machen? Was ist, wenn man hier so die Ecke rumrennt? Naja, Helligkeit ist ja nicht das Problem. Finde ich schon. Beleuchtung. Soll ich einfach mal durchspeeden? Auf gut Glück? Habe ich auch versucht, aber am Ende kommt ein Arschloch und hält dich fast an. Also ich weiß, wo es ist, ne? Du darfst nicht nach rechts oder so laufen. Ja. Es ist wirklich hier geradeaus straight durch. Nur noch 3 von 10 Leben. Das ist gar nicht gut. Okay, ich bin am anderen Ende des Raums, aber da ist es nicht. Hä? Ah doch, da ist er. Ich hab's. Ja, nice. Aber ich glaube, du musst jetzt leider noch zurückkommen. Aber eigentlich müsste er deinen Koffer dann auch... Ich kann ihn nicht einsammeln. Warum? Ich hab ihn. Gut. Brauchen wir nur einen? Ich glaube, ich gibt's sonst nichts. Hier ist ein Dude. YOLO! Jetzt hoffen wir mal, dass ich das Ding im Koffer hab. Zwei Leben jetzt, ja. Ich hab die Motte. Ja, oder? Sehr gut. Ja. Ja, Kisi. Oh. Ja, geh raus, weg! Ich will da nie wieder rein. Kisi. Ich hab das Ding. Did it. Oh. Nice. Jetzt darf ich nice. Nicht mehr sterben. Ich fick mir nochmal Jelly rein. Was hab ich den Kram? Ja, jetzt müssen wir... Oh, ich hab in gar keinen Jelly. Dinner mehr. Room. Ja. Und das drauflegen. Das liegt jetzt hier. Ich konnte gar nicht. Dann müssen wir uns verstecken. Wirklich? Klingeln musst du jetzt, Moment. Klingel mal. Aber was, wenn jetzt nicht der Richtige kommt? Ich glaube, da kommt der Richtige. Oh, ich hoffe. Was muss ja der Humpelnde sein? Ja, ja. Ich glaub, wir müssen oder müssen wir den dahin locken? Ich glaube ja. Deswegen humpelt er auch, dass wir eine reelle Chance haben. Jetzt ah, lass uns guter mal den Punkt. Humpelmann suchen. Guter Punkt, ja. Oh, da kommt er doch. Wo? Er kommt, er kommt. Er setzt sich hin. Jetzt müssen wir uns ranschleichen. Mach du das, oder? Er nascht. Er nascht. Also? Okay. Doch nicht. Frisst er weiter? Oh mein Gott. Nee, ja doch. Ich okay. muss das aufessen. Ich weiß es nicht. Oh Gott. Oh nein, da kommt... Und eine Motte noch und... Ach, leck mich doch. Wartet und bleibt weg von ihm. Ja, mach ich jetzt auch. Ich bin jetzt gerade im Heizungskeller. Voll asozial. Du würdest es ja sicherlich nicht als Dankeschön hinlegen. Vielleicht lässt das wie so eine Serviette liegen. So hier, hab gut gespeist. Ich hab kein Kokoswasser mehr. Das ist Mandel. Das ist veganes. Ich will aber das. Oh, jetzt ist er weg. Natürliches Mandelwasser. Ist er weg? Oh, er ist gestorben. Oh, Gott sei Dank. Okay. Aufzug. Oh nein, jetzt bin ich tot. Nein, ich lebe noch. Oh nein, renn doch nicht zu mir. Renn nicht zu... Ich mache jetzt den scheiß Aufzug auf. Dann mach auf. Wo ist der? Hier. Ah, komm rein.
Ich kann nicht, der Typ ist hinter mir. Oh nein, der kommt mit rein. Bist du tot? Nein, aber der will ihn mit rein. Wie soll ich jetzt an dem vorbei? Der steht direkt davor. Scheiße. Komm, Kies, komm rein. Der lässt mich nicht. Komm jetzt. Ja, was soll ich denn machen? Der steht direkt... Yo, Kumpel. Jetzt. Nein. Lauf rein. Schnell, komm rein. Ja. Ich bin drin, ja. Mach irgendwas. Oh. Oh. The Old Hotel. Wir haben es geschafft. Oh Gott, wo sind wir jetzt? In den Abwasserkanälen. Nee, da waren wir doch schon. Das ist was anderes. Da war jemand. Ist nicht das Ätzende mit dem Dampf? Du lost. 2 Stunden, 7 Minuten. Wie jetzt? Aber warum? Wir haben es verloren. Wir haben doch gewonnen. You lost? Nee, du hast quasi... Das ist Alternate. War das, genau. Ja. Endung. Wir haben quasi 2 Stunden, 7 Minuten. Du bist halt verloren in den Backrooms, das ist man ja immer. Ja, klar. Ich hoffe zumindest. Ja, Leute, das war's. Aber wir haben es geschafft. Kiesi. Das Wahnsinn. Schlimmste war immer noch der Kanal, finde ich. Der Kanal war deutlich, ja, deutlich härter. Der war schlimmer. Deutlich, deutlich härter. Das war eigentlich gar nicht so schwer. Das Einzige, was wir halt verkackt haben, war das mit diesen Bildern, weil es aber auch echt blöd erklärt war. Das war so blöd erklärt. Ich dachte halt wirklich, die meinen damit, dass wir halt Doppelbilder finden müssen. Ja. Ja. Deswegen, aber eigentlich, ich finde, wir waren jetzt gut. So schlecht waren wir nicht, nee. Nö, wir waren gut. Gut, das war's. Bewerten, kommentieren und auf Twitch vorbeigucken, ne? Ne, ihr wisst Bescheid, ihr kleinen Stinker. Tschüss. Tschüss.